in den Chat als Zeichen für die maximale Respektsbekundung für unseren heutigen Gast, Marin Pongracic. Jo, da ist er doch. Einen wunderschönen guten Abend, mein Lieber. Hallo, schönen guten Abend. Frisch vom Training gerade? Ja, was heißt Training? Wir hatten Regeneration heute. Ja. Weil wir, es war zwei Tage nach Spiel heute. Und ich habe in Bielefeld 90 gespielt. Und ja, da hatten wir so ein bisschen Sitzung für morgen. Wir spielen morgen Pokal hier zu Hause gegen Ingolstadt. Ja, die macht er da weg, ey. Die sind grottenschlecht. Ja, ich denke auch, safe, normalerweise. Aber du weißt ja, Pokal ist immer gefährlich, ne? Ist auch, aber nicht zu Hause. Nicht zu Hause, sage ich. Und ich sag auch, das trifft meistens so bestimmte Teams. Weißt du, so zum Beispiel, keine Ahnung, Leverkusen oder so ist für sowas anfällig, finde ich. Hoffenheim und so. So spielerische Teams. Ja. Die kommen da schon mal ins Schwanken, ja. Ja. Samstag habt ihr gespielt, ne? Ja. Dann habt ihr Sonntag komplett frei und Montag dann Regeneration? Ne, wir hatten jetzt nicht frei. Wir hatten gestern auch Regeneration. Ach so. Und heute dann nochmal quasi, weil zwei Tage nach dem Spiel ist dann immer noch, ja, sitzt schon in den Beinen. Und wir hatten dann heute irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen so auslaufen. Normalerweise hat man auf Fahrrad so ein bisschen Blackroll. Ja. Dehnen, so ein Zeug, Massage. Jetzt hat man zwei Tage und dann morgen haben wir dann kurz vorm Spiel noch, oder was heißt kurz vorm Spiel, in der Früh haben wir dann so ein bisschen Aktivierung. Dann gehen wir ein bisschen raus, spielen ein bisschen Kreis und so. Ja. 5 gegen 2. Und ja, und dann ja, krass, ganz Tag das, und so. Ey, das ist ja ein richtiges Schonprogramm, ne? Aber okay, klar, das ist schon ein krasser Rhythmus, ne? Samstag spielen, Sonntag, Montag Regeneration, dann Dienstag wieder. Ja, das ja, ist. Aber die anderen trainieren halt, ne? Also nur die, die halt 90 Minuten gespielt haben oder über 45. Ach, okay. Ja, also da teilt man so, man separiert ein bisschen. Also die Jungs, die dann nicht so auf die Einsatzminuten gekommen sind, die haben dann ganz normal Training. Ja. Und ja, das ist dann so meistens so 4 gegen 4, 5 gegen 5. Oder heute war Torabschluss irgendwie. Ja, damit die so ein bisschen auf dieselbe Intensität kommen wie wir. Ja, aber das kennst du ja auch. Ich meine, du bist ja jetzt auch nicht jedes Spiel 90 Minuten unterwegs, ne? Auf jeden Fall, ja. Also ich hatte das durchaus auch schon in Salzburg, aber auch in Wolfsburg, Dortmund auch schon erlebt. Ja, finde ich aber nicht schlimm. Finde das immer ein geiles Training so danach. Weil man macht dann immer, man kann es dann auch beweisen. Ne? Also es ist dann so 4 gegen 4, 5 gegen 5. Das sind also ziemlich das Geilste, was man eigentlich im Training machen kann. Ja, ich kenne das auch noch von früher, dass dann, also wir haben das immer zeitgleich gemacht, weil waren halt keine Profis, war halt Verbandsliga so, beziehungsweise Oberliga. Aber dann halt sind die gespielt haben, sind halt einfach nur so Runden getrabt und in der Mitte ist dann einfach die Hölle los, weil dann halt, ja, die 8, 9 Spieler, die nicht gespielt haben, genau, ja. die sind auch teilweise sauer, ne, weil die am Wochenende nicht gespielt haben. Ja. So. Und dann in diesen Einheiten knallt es dann meistens übelst, ey. Ja, da gibt es auch schon Fistholz, ja, das stimmt. Aber nice, ja, ist auf jeden Fall nice, dass sie jetzt, wie würdest du sagen, so prozentual gesehen, wenn ich dich frage, von 0% bis 100%, wie sehr bist du Stammspieler? Von 0 bis 100 bin ich so bei, ich würde sagen so bei, zur Zeit oder meinst du auf die Saison jetzt gesehen? Nee, auf deine bisherige Zeit in Dortmund. Auf meine bisherige Zeit in Dortmund bin ich so bei, ja, bei 20, 30%. Ja, aber steigend, ne? Tendenz steigend. Ja, Tendenz steigend, aber eher aus anderen Gründen, also eher aus personeller Not, sage ich mal. Also ja. Weil wir auch, also Haaland wird uns jetzt fehlen. Für die nächsten 8 Wochen. 8 Wochen ist der raus? Ja, also... Nein, boah, Mann. Das falsch gesagt. Nee, aber der ist auf jeden Fall jetzt mal die nächsten 6 Wochen ist er auf jeden Fall mal raus. Ja. Yeah. Und dann denkt man sich im ersten Moment, er hat doch nichts mit mir zu tun. Aber ja, wir stellen dann wahrscheinlich für die nächsten Wochen oben so auf Dreierkette. So, und da könnte ich zu mehr Spielzeiten kommen. Weil jetzt haben wir in Bielefeld ja auch Dreierkette gespielt. Ja. Yeah. Und mal gucken. Also wir haben... Ich habe jetzt am Wochenende nicht so überzeugt, aber die Dreierkette an sich schon. Ja. Das heißt, könnte vielleicht die nächsten Wochen gespielt werden. Ja, aber ihr habt gewonnen, Alter. Wenn man gewinnt, ist man doch, da bleibt man doch erstmal drin. Ja. Ja, doof, dass wir am Ende noch dieses eine Gegentor bekommen. Ja. Aber, ja, wichtig ist, dass wir gewonnen haben. Das ist das Wichtigste. Ach, krass, vor allem nach dieser Packung, ne, was wir bekommen haben gegen Ajax Amsterdam. Boah. Ey, standst du da am Platz? Die letzten so 15 Minuten vielleicht, ja. Okay, warum bist du reingekommen? Hat sich jemand verletzt oder was? Was soll das?
Weiß ich eigentlich gar nicht. Also, soweit ich weiß, also Hummels hat halt immer ein bisschen so Probleme mit seiner Fitness und ja, der ist auch ein bisschen älter jetzt schon Ja. und der hat dann große Probleme mit seinen Knien, glaube ich. Und dann passiert es doch mal, dass er, keine Ahnung, 60 spielt oder 70 spielt, dass ich dann Ja. reinkomme. Was das Und der hat undankbarste. aber, glaube ich, der hat aber, ja, auf jeden Fall, ja. Ihr kriegt Das voll auf den ist Sack, geht da voll in dieser Nebelhölle da unter und schlimm. dann wirst du noch eingewechselt. Und was hat hat der Trainer vor der Einwechslung überhaupt irgendwas zu dir gesagt oder sagt er einfach, komm, Marin, du weißt Bescheid, guck einfach, da hat er den Nee. Mats ersetzt. Ja, der meinte, ich glaube, der meinte sogar, ja, wie immer, so abräumen und so, gewinnen die Ja. Zweikämpfe, kommt gut rein. Ja. Aber als Innenverteidiger reinzukommen, ist auch scheiße, ne? Also ich freue mich natürlich über jede Minute, so das ist normal, aber du musst halt den ersten Zweikampf sofort gewinnen. Weil wenn du den ersten Zweikampf nicht gewinnst, kann es gleich klingeln so. Und dann bist Ja, du verdient so. Aber als Stürmer kannst du halt auch dann irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Bälle mal verlieren oder einen Kontakt kann mal verspringen und so, bis du dann reinkommst. Aber als das. Innenverteidiger ist schon schlimm. So muss halt sofort auf 100%, 100% sein. Das ist Ja, das schlimm. ist undankbar, Alter. Ja, Also ich und aber trotzdem so. Da sind wir natürlich komplett untergegangen. Aber ja, jetzt dann am Ende noch die irgendwie 10, 15 Minuten bekommen. Aber da konnte ich natürlich auch nicht viel machen. Und vor allem, wenn du reinkommst, bist du nach dem ersten Sprint tot. So, das ist ja, dann ganz kannst du brutal. dich warm machen, wie du willst, ne? Ja, das ist brutal. So, und wir machen uns richtig warm. Ne? Also wir machen uns ab der 25. oder so schon irgendwie warm. Was? So, ja, so zwei, drei Spieler machen sich dann meistens warm. Aber Und als Zeichen, wenn du zurück, als Zeichen für die Mannschaft, wenn ihr zurückliegt oder generell? Nee. generell, nee, generell. Und ja, und dann ab der Halbzeit so ist man ständig im Austausch. So mal die drei, Okay. dann die anderen drei, so, aber man ist ständig in Bewegung so und 45 Minuten sich warm zu machen, kann ja auch mal passieren. So Ja, ist, ja. ja, du Boah, ich machst halt kenne. viele Läufe und so, ne? Also viele Ja. Sprints. So. Da musst du halt schon selber ein bisschen koordinieren, weil die Athletiktrainer, die hauen da meistens rein, so, die sagen, hey, zieh durch und so, aber du musst halt dann ein bisschen Auge machen und so gucken. Ja. Boah, ich kenne das noch von früher. Das war immer so ein Abfuck. Dieses. Auch wenn es nur eine halbe Stunde warm machen, dann wechselt der dreimal und dann weißt du ganz genau, okay, ich komme nicht rein. Und dann dieser Gang zurück zur Bank, Alter. Alle Ja. wissen, boah, Alter, das ist so. Oh, ganz ehrenlos. Ekelhaft, richtig, ja, genau, Ja. genau so. Aber was sagst du denn, weil viele, also vor dem Spiel haben auch ein paar Leute, ich dachte auch so, ja, okay, Dicker, das Dortmund, Ajax, sei mal nicht böse, aber Ehrendivisie ist jetzt keine Bundesliga. Und voll viele meinten aber so, nee, glaub mir, hast du Ajax mal gesehen, die sind krass. Und dann fackeln die da so ein Feuerwerk ab. Haben die Ja. euch so ein bisschen überrascht? Habt ihr selber nicht damit gerechnet? Ich meine, die Stimmung war auch krass, ne? Die Stimmung war geisteskrank, aber also wir haben darüber davor gesprochen, vorm Spiel. Wir saßen am Tisch so am Mittagessen und ich habe gefragt, ey, wer ist denn heute eigentlich so favorisiert? So wir oder die? So, und dann Ja. haben alle so ein bisschen nachgedacht. So. Für mich waren wir leicht favorisiert, so, Ja. aber nicht viel so. Und wir haben dann so aus Spaß so bei bwin so nachgeguckt, was die Quoten so sagen. Und Und? boah, warte, ich höre dich nicht. Ja. Irgendwo. Ah, doch, jetzt höre ich dich wieder. Ja. Und da haben wir nachgeguckt und da waren wir nicht favorisiert. Also da war Ajax favorisiert mit, keine Ahnung, 2,15 oder so Quote und wir drei auswärts so. Weil das ist. Komisch. Also, keine Ahnung, komisch. Aber Ajax schon stark. Ne? Also die waren auch vor, keine Ahnung, wann war das? Vor 2, 3 Jahren waren die im Halbfinale. Da müssen sie eigentlich ins Finale einziehen. Also die sind schon eine Mannschaft, die können international jeden schocken. So. Ja, das stimmt. Aber irgendwann weiß man, also die haben, ja, stimmt, da hatten vor 2 Jahren hatten diese über mit Ziyech und wie sie alle heißen, dieser eine Ja, Linksfuß, der da in Real De Jong und so, De Ligt und so, ja, die stimmt, waren schon fiese Bude stark. gemacht. So, aber da dachte man ja eigentlich, okay, nach dem Ding ist jetzt haben die ganzen Spieler ja verkauft, ist eigentlich durch. Aber sind die einfach wieder bärenstark, Alter. Nee, die schaffen es immer wieder. Keine Ahnung, ich finde das so ein bisschen ähnlich wie in Salzburg. Ich habe in Ja. Salzburg 2 Jahre gespielt und das auch so. Nach jedem Jahr verkaufen sie irgendwie 7, 8, 9 bis 10 Spieler und so. Aber Ja. die schaffen es jedes Jahr eine Riesentruppe auf den Platz zu bringen. Und das gelingt Ajax auch. Und beide sind so Ausbildungsverein, Ja, so die machen vielleicht schon die gute Arbeit, ne? ja, die aber andere Philosophien. Die anderen spielen Fußball so, in Salzburg ist halt mehr Pressing und so und Ja, viel Laufen. die spielen Vollgasfuß. Ich kann mich auch noch an ein Spiel erinnern. Ich glaube, haben die da in Liverpool gespielt? Ja, Digga, da da haben war die ich auch das. mal, also da war ich auf der Tribüne so. 4-3 war das. Ach krass, da warst du im Kader, oder was? Nein, ich war verletzt, aber ich war dabei so, weil wir konnten dann mitreisen so und natürlich hatte ich Bock so, Anfield Road. Ja, klar. Das mal erlebt zu haben, voll enttäuscht gewesen, so über die Stimmung, so ist nix so. Was? Also vorm Spiel geisteskrank, so dieses eine Lied, You Will Never Walk Alone, so, Ja. aber so während dem Spiel und so ist da nichts. Also die kommentieren halt jede Situation, die, wenn, keine Ahnung, wenn du da auf
wenn dann faul ist oder so und die bekommen das nicht, dann schreien alle und so, aber Ja. es gibt kein aktives Fangesänge, so das ganze Spiel, so, das gibt Ach es nicht. so, okay. Das ist halt ein bisschen anders bei denen, aber Ja. vorm Spiel ist schon ein Gänsehautmoment, so, wenn die dann dieses Lied singen, so, ist krank, Ja. aber wenn ich das jetzt irgendwie vergleiche mit, keine Ahnung, so, mit so türkischen Fans, wir haben jetzt zum Beispiel bei Beşiktaş gespielt, ist ja, Ja. boah, Durch, sind Tinnitus, 90 Minuten das, durch, ne? ja, aber diese, ich sag, da ist aber auch irgendwas, so, die arbeiten mit Verstärkern oder so, irgendwas, weil die, ey, du weißt gar nicht, wie laut das war, das Gewagte war so, These. das war so ein Pfeif-Konzert, ne, und ich guck so in die Fans und keiner pfeift, so, ich denke so, wo kommen die ganzen Pfiffe her, so, weil es ist unglaublich laut. Die Füchse, Und irgendwann streuen die da ein. safe, ja. Aber ja, auf jeden Fall, da, das Spiel war geil, ja. Da waren wir 3-0 hinten oder so, dann 3-3 und dann haben wir noch das 4-3 bekommen. Ja, crazy. Also, okay, Fener, Beşiktaş war crazy, krasser als, also, okay, krasser, lauter als Anfield Road, okay. Ja, Aber man, auf jeden also man Fall. denkt halt immer, wenn ich mal Premier League gucke und Anfield Road gucke, dann ist halt so, stimmt, zwischendurch singen die nichts, aber halt, weil das halt so Highspeed-Fußball ist, die machen schon Geräusche zu den jeweiligen Zweikämpfen oder wenn mal, keine Ja, Ahnung, ja, ja. ja. Und Die natürlich, sind so wenn. einfach, das ist so wie 40.000 Kommentatoren so ungefähr so. Ja. Jede Aktion wird durchkommentiert. So, und aber ansonsten, keine Ahnung, ich finde zum Beispiel, das ist jetzt im Vergleich, Ajax war viel bessere Stimmung, finde ich. Ja. So, ich auch so ganz ähnlich wie Liverpool war auch Celtic so. Celtic ist ja auch so, dass man sagt, boah, Voll, Riesenstimmung und so. Hexenkessel, Pipapo, ja. Auch ein Lied so vom Spiel, wo alle mitsingen und so, richtig geil. Aber danach ist halt wenig so. Also bis gar nicht so. Ne? Da gibt es vielleicht so einen kleinen Block, so, die machen da ein bisschen Stimmung, so Ultra und so, aber ich weiß nicht. Ajax fand ich krasser. Ich fand Marseille bis jetzt beste Stimmung überhaupt. So. Das In war Marseille, oder was? das ist unnormal. Das ist Wann ein. hast du da gespielt? Wir haben da auch nicht gespielt, auch waren wir mal draußen. da waren wir mit Salzburg, in meinem ersten Jahr in Salzburg haben wir da Europa League Halbfinale gespielt. Ja. Das hatte natürlich auch, also es war schon ein wichtiges Spiel. Ja. Und es war ein Hinspiel und das war krank. Also, aber die sind auch verrückt dort, ne? Also wir sind da auf dem Weg vom Hotel ins Stadion und so. Da sind da ganzen Marokkaner und so, Algerier, was da rumlaufen und so. Stimmt, Alter. Die sind da Die voll viele, ja. schmeißen Sachen auf deinen Bus, so. Die halten den Bus an, ziehen Hose runter, zeigen dir den Arsch und so Sachen. Also die sind völlig kaputt, so. Alter, Die wie sind richtig krank ist krank. das? Aber sowas macht Eindruck, ey. Ja, das ist geil auf jeden Fall. Also das war auf jeden Fall die beste Stimmung bis jetzt. Ist Da. Marseille immer noch, weil ich war 98 bei der WM war ich in Marseille, ist das immer noch Stade Vélodrome? Ja, geilste Stadion. Ich finde auch schönstes Stadion, was ich bis Ey, jetzt gesehen voll richtig, also richtig schön. habe. Naja, richtig schönes Stadion. Crazy, Alter. Ey, wir müssen die Leute fragen sich wahrscheinlich auch, warum du einfach, wie der Kontakt hier zustande kam. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie das war, ob Weiß es, ja. du weißt es? Ja, ich weiß es. Also es war so, es ist auch schon eine Weile her, aber ich habe irgendwas von dir angeguckt. Also ich hab dich auf Insta abonniert. Ja. Und ich glaube, es war damals genau zu dem Wechsel, als ich zu Wolfsburg gewechselt bin. Okay. Derzeit, das war ja so jetzt, keine Ahnung, vor 1 Jahr und 10 Monaten so circa. So war ja im Winter dann. Und dann ist irgendwann darauf von deinen Fans aufmerksam drauf geworden, dass ich dich abonniert habe oder dass ich dir folge. Ah, Und dann okay. hast du mir geschrieben, weil du damit dann angefangen hast mit den Interviews mit Fußballern, so ich weiß nicht, Ja, Mittelstädt war ja da, so Toni genau. Rüdiger und so. Und dann hast du mir geschrieben, okay, wusste gar nicht, dass du das auch verfolgst und so. Und dann habe ich dir geschrieben, boah, nee, ey, was ist los? Ich bin ein Riesenfan, so seit Jahren schon, so Ja. ich alles durch, ich kann deine Bets auswendig so. Und Crazy, Alter. so ist das dann zustande gekommen, ja. Stimmt, Alter. Da habe ich wahrscheinlich im Livestream hat es wahrscheinlich jemand, ihr schreibt gerade jemand. Ich habe es in den Chat geschrieben, genau, weil einer Wolfsburg-Fan hieß hier, der Markus ist am Start, der ist Wolfsburg-Fan, hat es in den Chat geschrieben. Und da habe ich wahrscheinlich, wie ich mich kenne, wahrscheinlich direkt im Livestream wahrscheinlich irgendwie so eine Voicemail bei Instagram geschrieben. Ja, musst du mal überlegen, Alter, da arbeiten wir jetzt fast seit einem Jahr dran, ne? Was natürlich auch an deiner Ja, Unzuverlässigkeit liegt, muss man an der Stelle natürlich auch mal auf ganz jeden ehrlich. Fall. Aber Nein, ja. Ende gut, alles gut. Ich meine, du hast ja auch immer dich irgendwann, wenn du dich dann gemeldet hast, entschuldigt und ich war hier, ich war Ja. da, deswegen hat nicht geklappt, aber jetzt Jetzt bist du ja hier. bin ich da, ja. Ja, Bombe auf jeden Fall. Sag mir doch mal, ich habe gesehen, da bist du noch mal, 97er bist du, ne? 97, ja. Bist doch krass jung, einfach 24. Ja, es geht. Also es ist nicht mehr so wie früher. Jetzt, keine Ahnung, vor 10, 15 Jahren hätte man zu mir irgendwie wahrscheinlich noch Talent gesagt oder Ja. Potenzial oder so. Aber Potenzial okay, aber Talent nicht mehr. Aber Ja. 24, jetzt nicht mehr so jung. Also ich bin in meiner Mannschaft auch
genau in der Mitte so. Also ich bin Durchschnittsalter so ungefähr 24. Du hast halt viele so, die sind, keine Ahnung, 17, Ja, vor allen 18 Dingen und so. gerade Dortmund auch, ne? Knauf, Moukoko und so, ihr habt schon, stimmt. Bellingham auch, so weißt du, Stimmt, die sind Bellingham. schon. Selbst Haaland ist ja jünger als du, ne? Wie alt ist der, 21 oder Ja, so? wer ist 21, ja. Ja, eigentlich müsstet ihr, also wenn man sich das so anguckt, die Truppe und so, das Alter so sieht, müsstet ihr eigentlich die übelste Partytruppe sein. Ne? Da müsst ihr eigentlich bei euch in der Kabine, muss geile Musik laufen, Ja, da werden Sprüche gedroppt und so, ja, oder? ja, ja. Ja, aber also ist nicht, also wir haben eine coole Truppe. Wir sind alle, also ich bin jetzt auch erst seit 1,5 Monaten hier oder seit Ja. 2. Sind alle cool drauf, alle bodenständig und so. Mega easy, da integriert zu werden, sag ich mal. Ja. Aber ist jetzt nicht so die Partytruppe. Ich glaube, die sind auch auf so, schon auf so einem Niveau, auch von der Öffentlichkeit und so, dass die Leute, die es schon erkennen, Ja. gehen da nicht raus, die haben da keinen Bock drauf. So, wenn Ja. die auch, keine Ahnung, und die haben halt auch viele englische Wochen. Das heißt, wenn du am Samstag gewinnst, heißt es für dich eigentlich als junger Mensch, okay, geil, ich kann jetzt machen, was ich will. So, ich gehe jetzt raus, Safe. keine Ahnung, Königsallee oder so, ich gehe feiern, aber ist halt nicht, weil du dann am Dienstag wieder Champions League spielst. Und wenn das rauskommt, dann ist Ja, halt das geht schon. nicht. Und das Oh, kommt zu 1000% raus, weil die ja. Handy-Mongos sind überall. Ey, das ist die einer Ja. von Dortmund. Ich meine, so waren wir früher auch. Ich war früher auch, war vor deiner Zeit, da war auf der Köhe ein Laden, der hieß Checkers. Der war immer donnerstags. Und da waren so, Mann, Köhe weiß ja selber. Wohnst du in Düsseldorf oder wohnst du in Dortmund? Nee, ich wohne in Dortmund. Okay, aber du Ja. bist in Düsseldorf, muss man ja hin zum Feiern, zum Einkaufen. Ja, also ich war schon ein paar Mal in Düsseldorf. Ich war gestern auch wieder in Düsseldorf. Ja. Also wenn ich dann einen freien Tag habe oder freien Nachmittag, dann gehe ich natürlich nach Düsseldorf. In Ja. Dortmund geht auch nicht so viel, ja. Aber gehst du dann auch so nur ein bisschen bummeln oder gehst du auch in Cafés oder Bars oder so? Sag mal, wo du gerne hingehst. Boah, Düsseldorf bin ich jetzt auch nicht so der Kenner. Ich habe einen guten Freund in Düsseldorf. Und wo waren? Ich war ein bisschen bummeln, so einmal war ich hier Königsallee, so ein bisschen angucken, so was so gibt, dann Sachen und Ja. so. Das war ganz cool. Ansonsten Cafés. Ich gehe gerne ins Café, Bar bin ich nicht so der Typ für. Ja. Ja. Eigentlich eher schon feiern gehen, so, aber meine Jungs waren jetzt noch nicht da und ich bin noch neu hier und so ein Zeug. Und ich hatte da schon die ein oder andere Geschichte. Ja. Und ja, ich warte noch ein bisschen ab, so, bis ich so noch besser reinkomme, ein Ja, bisschen. ist auch clever auf jeden Fall, das nicht riskieren wegen solchen Sachen. Ja. Aber hast du denn, ich sag mal so, du warst natürlich noch in keinem Club, aber hast du schon mal von irgendeinem Club gehört, wo man in Düsseldorf theoretisch gut feiern könnte? Ja, ich kenne so vom Rap halt so Sachen, so, ich kenne an Rudas, habe ich mal gehört, so in Düsseldorf. Ruders-Studios, genau, Ruders-Studios. Als K1 immer gerappt und so ein Stimmt, Zeug, Ruders, aber aber. das ist doch schon ein bisschen her. Nachtresidenz gibt es immer noch, da ist eine geile Party, Drunken Monsters, das ist. Ich hab gehört, Kitaro, das ist aber so ein Grieche angeblich. Ja, das ist ein Grieche, wo du isst, aber irgendwann so trinken die Leute so viel und dann tanzen alle auf den Tischen. Also das ist wirklich so ein. Ja, genau. Das soll ganz cool sein. So, da war ich letztens auch eingeladen. Ein paar aus meiner Mannschaft waren dort. Die meinten, es war ganz cool. Ja. So, da gehen die. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt. Ich glaube, die gehen die Jungs, wenn die das machen, dann gehen die eigentlich eher so schick was essen. So ein Ja, bisschen, keine klar. Ahnung, so ein Zeug. Im So. Hafen, schön in Das der halt. Hafengegend. Ja, genau. Hafengegend war ich auch einmal sogar mit einem Kumpel. So, das war jetzt, keine Ahnung, vor einem Monat. Wir sind da einfach nicht reingekommen. So. Und ich wollte dann nicht diese Karte droppen, so, ey, ich spiele bei Dortmund heute, weißt du? So, und das war Krass. halt. War Aber schon lame. weißt du noch, welcher Laden das war? Zufällig, keine Ahnung, Meerbar oder irgendwie sowas? Ja, ich glaube, es war sogar mehr. Also wir waren auf jeden Fall da im Hafen Ja. und wir sind erstmal, wollten wir irgendwo rein, so da war nichts los. Das war gegenüber von wie heißt denn das? Also Riva Da gibt es, glaube wo. ich, noch. Ja, genau, das war gegenüber von Riva so ein Ja. bisschen. Oder da auf der Höhe. Und dann sind wir noch weiter Richtung, boah, wie soll ich dir das erklären? Richtung Also, Hafenbecken. ja, genau. Und da so an der Ecke, da war irgendwie so eine ganze Riesenterrasse und ich glaube, Ja. das war ein Café, Restaurant oder irgendwie sowas. Ja. Und da wurden wir rein und ich war halt so angezogen, keine Ahnung, Cargohose, so ein Pulli, so ein Sweater, irgendwie so. Und der Ja. meinte, nee, Jungs, ist zu sportlich so. Ich so, Krass. wo sind wir hier gelandet? Das Aber geht in München. was für eine Uhrzeit waren Weißt das? du? Das war schon abends, also es war so, keine Ahnung, 11, 12, sowas. Ja, okay. Ja, das ist halt Düsseldorf, ey. In Berlin hätten die Ja. dich mit dem Dress an den Safe. schicken Leuten vorbeigeholt, Ja, weil ihr safe, halt cool und safe, safe. sportlich aussah. Aber Ja, das in ist wirklich Berlin ist Düsseldorf, ja. so. Ja, Crazy. das stimmt. Also, Aber es war ein wie? bisschen schock, ehrlich gesagt. Aber Düsseldorf Ja. ist halt ein bisschen schickimicki und so. Auf jeden Fall. Aber wie sehr hat es sich in den Fingern geguckt, einfach zu sagen, ja, ich bin sportlich angezogen, weil ich spiele Bundesliga? Null. Null, Null. null. Null, gar nichts. So. Also, ich würde diese Karte so, Ein ich könnte die nicht Samurai. droppen. So. Ja. Das, ja. Aber
So, wenn der jetzt, also es wäre anders gewesen, wenn der jetzt irgendwie so respektlos gewesen wäre. Das wäre was Ja, anderes. Dann hätte ja. ich sie wahrscheinlich auch gedroppt. So. Aber wenn der ganz höflich sagt, ey Jungs, sorry, unser Chef sagt uns da hinten so, es geht nicht, so, ihr seid zu sportlich angezogen, wir verlangen hier was anderes oder wir wollen hier was anderes sehen, so, dann Ja. verstehe ich das auch. Aber wenn der jetzt irgendwie so, keine Ahnung, so von oben herab, so, dann würde Ja. ich so Ja, hochklettern mit ihm dann von oben herab, so, weißt du? So, auf jeden Fall. stimmt, das stimmt. Boah, ich Das weiß. mag ich nicht so. Weil ich bin Ja. auch nicht so, ich sage jetzt auch nicht dick auf, so, aber wenn sein muss, so wenn man quasi so, keine Ahnung, wenn der irgendwie sich betteln will oder so, dann ist Ja. okay. Dann würde ich schon raushauen, aber so ansonsten, nee. Ja, er hat dich auf jeden Fall. Die Und es ist Kollegen auch. sagen dann auch immer so, die schubsen mich dann immer, sagen wir, komm, sag doch, komm hier rein, dass ich chillen will und so, das meine ich. Aber so wäre ich auch auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall auch einer Kollegen sagen, ey, ohne Spaß, Marian, Alter, du spielst jeden Tag vor 60.000 Leuten. Wenn die wüssten, wo du spielst, Digga, die würden uns hier den besten Tisch geben. Lass uns doch mal rein, Alter. Ja. Ich habe auch so ein paar Kollegen, die haben das auch schon ein paar Mal gesagt. So, ich sage zu denen davor noch, ey, bitte sag, erwähnt das gar nicht und so. Und die hauen das dann einfach raus und dann kommen halt so Türsteher. Ich meine, was soll ein Türsteher dann sagen? Soll er dann sagen, wenn er im selben Moment dann sagt, okay, komm rein und so, wir haben da vorne noch einen VIP-Tisch für dich, so ist auch doof. So. Ja, das Weißt du, dann stimmt. vorne noch. Und dann gibt es halt viele, die da reagieren dann so, ja, interessiert mich doch nicht und so. Oder ich kenne dich nicht oder so oder sonstiges. Und Aber dann habe ich keinen Bock auf Streiten, so, weißt du? das stimmt. Und das Ding ist, es ist ja auch noch ein Unterschied, ob du jetzt Marin Pongracic oder, keine Ahnung, Erling Haaland Ja, bist oder Lewandowski so. Und das ist ja. aber auch das Geile, weil wenn du irgendwann deinen Weg gehst, den du jetzt angefangen hast, dann bist du irgendwann auch auf dem Ding. Ich meine, so ein Mats Hummels zum Beispiel, den kennt man jetzt schon, weil er hat auch in der Nationalmannschaft gespielt, pipapo, ne? Der muss die Karte wahrscheinlich nirgendwo droppen, so. Aber ja, das ehrt dich auf jeden Fall. Und macht mich auch ein bisschen stolz auf meine Heimat, dass die da auch, dass die selbst Bundesliga-Profis sagen, ah, ist zu sportlich. Guck mal, ist eigentlich uncool, so, aber Düsseldorf ist halt auch eine Stadt, die sich auf jeden Fall übelst Filme fahren. So, ich bin jetzt vom 5. bis zum 8. November bin ich jetzt auch in Düsseldorf für so 4 Tage, weil da am Wochenende so ein Battle-Rap-Event ist, genau. Und da wollen wir auch auf jeden Fall abends weggehen. Und da weiß ich auch, da kann ich nicht wie in Berlin jetzt hier, keine Ahnung, Air Max oder so, sondern da müssen schon irgendwo müssen Marken draufstehen. Da muss immer eine normale Hose sein, so. Aber habe ich auch Bock drauf. Ich bin da ja auch groß geworden, so. So, also mein Lieber, 97er Jahrgang. Wann hast du dich überhaupt angemeldet oder wann wurdest du angemeldet beim Fußball? Mit 6, also 2, 3. Okay. Ja, mit 6, glaube ich. Also da bin ich das erste Mal. Meine Schwester hat mich noch zum Training gebracht, das weiß ich. Ja, Ich große habe das dann Schwester. eine der große Schwester. Die ist 2 Jahre älter und wir sind da zusammen hingegangen. Sie war 8 oder ich war 6. Ja. Dann hat sie mich da zu Fuß hingebracht. Und ja, da habe ich im ersten Training irgendwie schon 5 Tore geschossen oder so. Und dann habe ich gesagt, yeah, besorgt dir mal ganz schnell so einen Spielerpass und so. Der muss am Wochenende gleich spielen und so. Und ja, seitdem komplett verliebt. Davor nur Autos, nur diese Matchbox-Autos. Ah, was, so ein Aber Autokind oder was? ab dem Moment war alles vorbei. Ja. Das war krass, ja. Und wer war so, weil ich weiß, also wurde mit 4 angemeldet und ich weiß noch, mit 7, da war WM 90, ich bin ja schon was älter, da habe ich das erste Mal Fußball so, also man weiß eigentlich noch, wann man das erste Mal richtig Fußball richtig wahrgenommen hat. So WM 90, wo man dann auch versteht, okay, nee, natürlich nicht taktisch oder so, aber dass man sich Spieler merkt und ungefähr weiß, worum es geht, weil vorher, wie will man das verstehen so? Weißt du noch, wer so die ersten Spieler waren, die du als ganz kleiner Junge gefeiert hast? Boah, also auf jeden Fall Ronaldinho. So, und ich bin auch wegen Ronaldinho, bin ich auch Barca-Fan geworden. Ihn habe ich gefeiert. Wenn ich so weit zurückdenke, also Ronaldinho auf jeden Fall, wenn ich irgendwie so, ich habe damals gezockt auf PlayStation 2 und so, und Ja. dann habe ich auch Revolution Soccer gespielt. Ich habe nicht FIFA Ja, gespielt. das ging Immer da. PES Damals ging es auch noch klar. und auf PES war Thierry Henry war krank, den habe ich so gefeiert, der war Ja. unnormal. Und Pavel Nedved, obwohl der eigentlich, keine Ahnung, Eigentlich der sieht kein crazy Fußballspieler, ja, der aber. aus, keine Ahnung, wie so ein Mathelehrer, so, aber der ist einfach krank gewesen, der war Ja. unnormal. Den habe ich auch gefeiert, aber so seit Tag 1 Barca-Fan gewesen. Ja. Also Also natürlich Kroatien. wie sehr schmerzt das jetzt einfach zu sehen? Das ist einfach, ey, das ist jetzt der erste Klassiko gewesen, den ich mir, glaube ich, gar nicht angeguckt habe. Weil es einfach Ja, so. ich habe ihn mir einfach so random angeguckt. So, Ja. ich hab ihn angeguckt, aber ich habe ihn nicht angeguckt. Irgendwie so. Und das schmerzt. Der Ja, Glanz es ist einfach, der schmerzt. So. Glanz ist einfach. Ich habe ja auch hier, mein bester Freund, ist auch gerade im Chat, der schreibt auch gerade Herzchen rein, weil du Barca-Fan bist. Der ist auch Hardcore-Barca-Fan. Den sehe ich auch, wenn ich nach Düsseldorf gehe. Und ich musste dann auch fragen, natürlich, wie sehr das Barca-Herz blutet. Es ist jetzt einfach keine Ernst. Also klar, ist eine krasse Truppe immer noch, aber in der Champions League ist kein ernstzunehmender
Gegner mehr, wo man sagt, die machen Viertelfinale, Halbfinale, sind die safe dabei. So Ja, ist crazy, Alter. Das ist. das ist so schade, ja, so traurig. Und auch, also ich bin dann Ronaldinho-Fan gewesen und dann, als Messi gekommen ist, war alles vorbei, dann nur noch Messi. Und Ja. ich weiß, mein Opa hat damals gesagt, er hat sich einfach so ein Spiel angeguckt, random irgendwie Argentinien, so ein Quali-Spiel oder ich weiß nicht. Und der hat damals noch zu mir gesagt, damals kannte man ihn noch nicht. Er Ja. sagt so, vertrau mir, das wird der wird besser als Ronaldinho und es wird der beste Spieler der Welt sein. Ich Ja. sag, Wie Messi soll natürlich. das gehen, ja? Und auf einmal kommt so ein 19-Jähriger oder 18-Jähriger, wie alt der auch war, Ja. nimmt einfach alles auseinander so. Und Ja. für mich auch, keine Ahnung, bester Spieler aller Zeiten. Ja. So, da kann auch Maradona hinten an deiner Wand nichts machen, so finde ich. Also, das ist Ja. meine Meinung, der ist so unantastbar, Ja. aber unglaublich schade, wie der, was das für ein Abgang war. Aber auch auf der anderen Seite so Real, Ronaldo, Ramos und so. Ja. Ja, Deswegen das bei ist halt beiden dann dieses Truppen. Bei beiden Business. Truppen ist so der ganze Glanz ist weg. So, Ja. dann hast du jetzt die besten Spieler am Platz sind jetzt, keine Ahnung, Benzema und keine Ahnung, Memphis. Ja, Ja. okay. Sind geile Spiele, aber dieses. Früher hat man ja, wusstest du schon 2, 3 Wochen vorher, okay, da ist der Klassiko, da gehe ich mit dem da und dahin in die Bar oder in, da gucken wir, man hat schon vorher geplant, wo man das wie guckt und jetzt ist so, The Zone anmachen oder keine Ahnung, irgendwann später mal irgendwie bei Google Barcelona eingehen, Live-Score oder was. Und ich, keine Ahnung, diesen Sonntag war es ja auch so, da gab es dann noch fünf andere Kracher. Und dann ist so traurig. Also früher hätte ich die Frage gar nicht gestellt, was man Genau, guckt. Und genau. jetzt guckst du dir, keine Ahnung, nebenbei noch so Stuttgart Union an, so Safe, anstatt Bayern, ja. weißt du? Ja. Und das krank, Aber so ist so ey, traurig. aber weißt du, was krass ist? Du, stimmt, ja, du bist ja wirklich krass jung, deswegen, ich habe auch gerade gedacht, so, du hast mit, dein erster Vorbild war Ronaldinho und ich dachte mir so, der kam doch voll spät, aber klar, 97er Jahrgang. Aber was krass ist, was natürlich auch für Messi spricht und auch für dich, ich weiß ja nicht, ob du schon mal mit irgendeiner Truppe, ich glaube, du hast noch nicht gegen den gespielt oder den schon mal live gesehen, oder? Nee, noch live schon, aber als Balljunge in der Allianz Arena. Ja, aber Auf stell dir jeden jetzt mal vor, es ist ja einfach theoretisch möglich, dass du einfach irgendwann, also einfach diese Saison noch gegen den auf dem Platz stehst. Ja, also mein Traum Überleg war dir auch das ja. mal. Ja, das war unnormal. Mein Kollege, also mein Freund, der hat gestern gegen ihn gespielt. Wie? Der ist mit mir in der Nationalmannschaft und der spielt bei Olympique Marseille. Und die hatten ja gestern das Spiel gegen Paris. Ja. Und da hat er gegen ihn gespielt, so ich habe mit ihm jetzt noch nicht geredet, so, aber er feiert ihn nicht so sehr wie ich, so, aber ich, keine Ahnung, das wäre der einzige Spieler auf der Welt, so, Ja. wenn der mich beleidigen würde, ich würde nicht sagen, so, ich würde Ja. Danke sagen, Ja. also bei jedem anderen, wenn mir auch Ronaldo egal und so, und Ja. alle anderen. Schön auf Jugoslaw, schön auf Kroatisch hier. Ja, Bente, Bitch, guck mal, aber Matt, richtig, bam. ja, aber er ist unantastbar, so, er und Conte vielleicht, so, der auch, Ja. den würde ich Ein sagen, Golo Conte, ja, aber okay, weil er zu lieb ist. Der wird aber auch gar nichts ja, machen. der ist zu lieb, der wird niemals machen, so, ne? Ja. Aber Aber Messi. hast du zu deinem Kollegen nicht gesagt, Dicker, wenn du jetzt nächste Woche gegen spielst, oh, ein Trikot oder irgendwas? Boah, ich warte immer noch irgendwie auf den Moment, dass ich das selber weiß. Ich Ja, habe das schon mal gemacht, so ein Kumpel von mir hat auch aus Salzburg, der hat mal mit, keine Ahnung, mit Südkorea oder so gegen Brasilien gespielt und ich habe gesagt, ey, mach mal ein Trikot klar und so. Und dann ja. hat er ja einmal das Trikot von Firmino mitgenommen und Ja. dann, boah, krass und so, aber. Keine, ist irgendwo gelandet. Ich habe das bis seitdem nicht mehr gesehen, so, weil das, ich habe das nicht Krass. selber. Weißt du? Ich habe nicht gegen ihn gespielt so, und ich habe den Ja. nicht nach Trikot gefragt und so. Und eigentlich bin ich übertriebener Trikotsammler. So, Ja. und ja, ich habe krank viele Trikots, auch von Namen und so, von richtig guten Spielern und so. Und Crazy. ja, also ich habe das nicht verstanden. So, Mitspieler von mir auf Salzburg, Wolfsburg und so, die haben dann immer mich vorgeschickt, ey, frag mal und so. Und ich so, Das ist hey, so was ist läppsch, das? Alter. Das ist so Ja. läppsch, ey. Mach doch selber, wenn du willst, ey. Ja, da denke ich an dich, wenn du sagst, ja, und sei einfach Fanboy, so, wenn du Fan bist, sei einfach Fan, so, Ja. und Boah, so, ich krass, kann du hast hier sogar die Monologe reingezogen, oder was? da, ja, ich habe mir vieles reingezogen, sehr, sehr vieles, Crazy. und Geil. ja, so, ich schäme mich da nicht, keine Ahnung, zu fragen, ey, okay, auf dem Platz sind wir zwar Gegner und so, aber nach dem Spiel, so, alles cool, ich komme und frage, ey, kann ich ein Trikot haben, ich feiere dich, und so, ein geiler Safe. Spieler. Aber du bist natürlich auch so ein, du bist ja schon, bist auf dem Platz auch schon ein Hund, muss man ja ehrlich sagen. Ne? Du bist jetzt nicht so Ja. der angenehmste Gegenspieler. Deswegen muss man natürlich, also, ich weiß nicht, wer bei mir das letzte Mal war, bei Ronaldo oder so, der hat dann auch einfach gesagt, nee, Mann, Alter, weil der abgefuckt war einfach übers Spiel so. Oder wenn du da jetzt, wenn du jetzt jemanden auf den Senkel gehst, dem immer schön in die Achillessehne gehst, dann kannst du danach ja nicht sagen, ey, jetzt habt ihr uns Ja, 3 Punkte gegeben. aber eigentlich. Oh. Oh, Kamera oder? Jawohl. Ja, mein Vater hat nicht gelaunt. Okay.
Ja, also ich bin eigentlich nicht so ekelhaft, aber wenn das die, keine Ahnung, Situation erfordert so oder das Spiel erfordert so, dann ja, also dann kann ich auch richtig so, aber so, ich nehme das immer dankend an so, wenn jetzt irgendeiner, keine Ahnung, es gibt dann so auch manchmal Trash-Talk auf dem Platz und so ein Zeug, wenn das dazu kommt so, ich provoziere das nicht raus, manchmal vielleicht auch schon so, aber so unbewusst, genau, halt mal ein bisschen stärkeren Schubser oder so, dann fällt er hin so und dann gibt es halt schon einen Kommentar. Oder wenn der dann sich beim Schiedsrichter beschwert, dann sage ich halt, keine Ahnung, er steht auf und so. Und Steh dann auf, du Fotze, was ist mit dir? so, Komm. ja, genau. Und wenn das anfängt so, dann, das ist eigentlich mein Ding so. Also wenn ich dann drin bin, da habe ich auch meine besten Spiele gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt ja so Leute, die sind wirklich, die brauchen diesen Aggressionsfilm, die brauchen mal kurz, keine Ahnung was, oder auch manche, bei mir war das zum Beispiel so, obwohl ich so ein Zweikampfverächter bin, ich habe immer so drüber gesprungen, pipapo, so körperlos versucht zu spielen. Aber wenn es dann mal irgendwie geknallt hat und du irgendwie Schmerzen hattest oder keine Ahnung, eine kleine Platzwunde oder irgendwie so ein Pferdekuss oder so, dann hast du ein anderes Feuer auf Platz. Das ist safe so. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, keine Ahnung, ich habe das schon ein paar Mal gehabt, so ich hatte das mit vielen Stürmern schon, dass die dann, keine Ahnung, so ein bisschen beleidigen und so, dann übertreibe ich dann auch gerne mal. Und dann sage ich halt immer so, okay, ab jetzt so, du wirst keinen Zweikampf mehr Jetzt gewinnen, ist kein persönlich, jetzt ist persönlich. Und ja, und dann, boah, dann bin ich immer vorm Spieler da, so. Egal was, ich konzentriere mich dann auch nur noch auf den Spieler. So, und dann ist halt, dann haben wir echt gute Spieler gemacht, muss ich sagen. Aber ist das dann nicht, gab es dann auch mal Trainer, die gesagt haben, okay, das ist immer noch, Digga, Marin, das ist immer noch Mannschaftssport, so. Schön und gut, dass du jetzt mit dem so einen Einzelkrieg hast, aber du vergisst jetzt irgendwie die Linie zu halten oder sonst irgendwas, dich an taktische Vorgaben zu halten, oder hältst du das die Waage dann? So. Ja, also ich versuche dann natürlich schon, also ich stoße dann nicht aus der Viererkette raus und wenn ich mit dem Innenverteidiger geschritten habe, greife ich den jetzt an. So nicht, Klar. aber so ich achte schon auf den Spieler schon ein bisschen mehr so als auf andere, so, weißt du? Also ich gucke dann so, okay, wann könnte er, ich versuche dann sehr zu antizipieren so und gucken, wann könnte er den Ball bekommen, so. Und dann bin ich halt immer da so. Und da bin ich irgendwie noch nie negativ aufgefallen mit. Och, keine Ahnung. Einmal gab es so eine Sache so mit Havertz gab es da eine Sache so, wo wir uns dann, keine Ahnung, da war so ein Trash-Talk bisschen so. Und am nächsten Tag werden wir dann hier gegen Leverkusen gespielt. Und dann war das ja so, das war ja damals, als wir im Kontakt waren, da habe ich ja einen Doppelpack geschnürt so. Genau. Und ja, genau. Und da war ich so der King auf dem Platz so. Und Digga, was beleidigst du mich dann so? Egal, wer du Aber bist, ganz weißt du? kurz, Kai Havertz versucht Ja. Trash-Talk, oder das kann ich mir gar. Also weder glaube ich, dass der gute Beleidigung hat, noch sollte der so von der Statur und vom Kopf her ist der jetzt keiner, der jetzt so ein Zlatan oder so, der so sagen kann. Ist so, ich kann mir Kai Ja. Havertz nicht beim Trash-Talk vorstellen. Ich stelle mir den ultra schlecht beim Trash-Talk vor. Ja, ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber er ist auf jeden Fall ein Riesenspieler so und ich glaube, die waren aber auch gefrustet. Ne? Die waren 4-0 zurück oder so und dann hat es irgendwie angefangen, so völlig unnötig eigentlich. Und ja, dann habe ich irgendwas gesagt und am nächsten Tag kommen wir, keine Ahnung, in Wolfsburg an, wir haben 4-1 gewonnen und ich habe 2 Tore geschossen, alles super so und auf einmal kommt so ein Mitspieler zu mir und meint so, hey, was hast du gestern zum Kai gesagt? Ich so, ja, wo weißt denn du das und so? Was hat... Und der hat halt irgendwie in Köln gespielt und so und die kannten sich, der kannte irgend so einen Leverkusen-Spieler und dann ist es rausgekommen. Dann Krass. kommt 3 Minuten später kommt ein anderer Spieler zu mir und meint, hey, was hast du gestern zum Kai gesagt? Ich wurde schon ein bisschen sauer, so, Aber weißt du? was hast du denn? Hast du dem alles an den Kopf geworfen, was du konntest, oder was? Ich habe den gar nicht mal so persönlich beleidigt oder so, aber ich habe halt irgendwie gesagt, so, es ging irgendwie so, hat angefangen, du Spaß dann nicht so, du kleiner Bastard und so, so ein Zeug. Und dann ist halt irgendwann mal dazu gekommen, so, dass ich ihm gesagt habe, so, ey, pass auf, so, ich breche dir deine Beine, so, aber so gar nicht Ja, aber das ist so, doch normal. Das sagt ja jeder so Innenverteidiger. ohne Bezug, also keine Ahnung, das würde ich ja niemals machen, so, Ja, weißt du? Das sagt man einfach so, um den ein bisschen einzuschüchtern, so, um irgendwas zu kontern und so. ja. Und dann kommt der nächste Spieler zu mir und sagt, was hast du dem gesagt? Ich so, Digga, nerv mich mal jetzt nicht und so, was willst du jetzt von mir und so? Ich sag, was ich will auf dem Platz, so, ist doch dir Ja. scheiße. Und dann kommt, im allen Ernst, kommt der Sportdirektor zu mir und sagt, ey, was hast du gestern zum Kai gesagt? Und ich esse gerade so und ich gucke ihn so an so, und ich antworte gar nicht so. Ich denke so, Digga, Das wollt ihr mich kann nicht euer verarschen? Ernst sein, Alter. Dann sagt er, aber dann sagt er, hat aber geil reagiert und er sagt so, ey Junge, genau das liebe ich und so, auf dem Platz sein, Mörder auf dem Platz und so, aber nach dem Spiel gehst du hin, gibst die Hand und so. Fair Play und so, genauso was auch und so, macht das richtig geil. Und ich so, ja, genauso nach dem Motto lebe ich auch. Also ich bin jetzt keiner, der, keine Ahnung, jeden anspuckt auf dem Platz. So, aber wenn es dazu kommt, so,
nehme ich es gerne an, ja. Ja, krass, Alter. Kai Havertz, was hast du zum, was hast, Hashtag, was hast du zum Kai gesagt? Überragend. Ey, ich hoffe, ich habe den auch noch mal irgendwann hier. Dann frage ich den auf jeden Fall mal, frage ich ihn auf jeden Fall mal, was da los war. Der hatte ich, ja, wahrscheinlich, aber der ist jetzt, okay, der ist, okay, Aber der Chelsea kann auch hat passieren. Chelsea kann ja auch ja noch. Champions League, ja, aber nein, aber man muss sagen, der ist ein kranker Er ist Spieler. Also, den wirklich. Mann hat man gar nicht gefeiert auf dem Platz, weil der mir hier so, der war mir zu, der war Der mir ein ist eine bisschen so. Ballerina auf dem Platz, ne? Der ist ein bisschen, also der war ein bisschen, der scheint ein bisschen arrogant zu sein auf dem Platz. Ja. So, der ist trotzdem, man muss sagen, der ist ein Riesenfußballer. Ne? Also der, ich habe mir auch sagen lassen von Mitspielern, die mit ihm bei Leverkusen gespielt haben, wo der hochgekommen ist, der soll also ein Riesentalent auch gewesen sein. Gleich von Ja. Anfang hat er auch einen Stammplatz gehabt. Ja. Er ist ein guter Spieler. Auch bei Chelsea macht das gut. Er hat ja einfach das Champions League im Finale, hat er einfach das Tor Überleg geschossen. mal, überleg Und die mal. haben 1-0 gewonnen. Das ist Ja, also mehr. ja. Das ist auf jeden Fall Film. Mann, die ganze, also, man, also ich höre das auch, glaube ich, bei dir ein bisschen raus. Man sieht ja auch dein Gesicht, wie du erzählst. So, du weißt schon, dass du einen Traum lebst, ne? Ja, auf jeden Fall. Digga, du Also bist einfach Fußballprofi, aktueller Bundesliga-Profi, Champions League, Bundesliga-Stamm. Ey, das ist doch, Alter, du spielst gegen so geile Leute mit, vor allem noch in so einer. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal einen Gast hatten, der aktueller Stammspieler war, aber auch von so einer übertriebenen Truppe, Alter. Da müsste ich echt mal überlegen. Ich glaube, also helft mir mal kurz im Chat, aber ich glaube echt, wir hatten noch keinen. Also, der irgendwie in so einer. Hier denkt der Dingsbums, der Otto Addo war ja auch schon mal bei uns, ne? ja. Ja, der war auch schon im Stream hier zu Gast, ja. Otto Genau. Addo hier von Dortmund. Ja, Den haben klar. wir. Ja, klar. Also ich war ja heute noch unbedingt auf dem Platz. Der ist ja auch bei uns. Ja, Und aber. ich weiß gar nicht genau, was er macht so, aber er ist auf jeden Fall da. Aber ich glaube, er integriert so ein bisschen. Und Ja, ich glaube auch, dass sein Job, der ist so ein bisschen der Link, einfach so eine Feel-Good-Person, so der nimmt dem ein paar Problemchen ab, hat den einen zum Quatschen, kümmert sich auch so um die jungen Leute, glaube ich. Und aber zu dem Zeitpunkt, als der hier war, war der wirklich eiskalt Co-Trainer auch. Das war ja letzte Saison. Ja, Und zu dem stimmt, das kann Zeitpunkt sein. Ersic und so, ne? War der dann Co-Trainer, genau, von Terzic. Genau, das grüßt ihn auf jeden Fall mal, Mach ich, ja. wenn du den morgen siehst. Wir haben auch gemeinsame Bekannte in Düsseldorf. So, wollen wir mal zurück zu deiner Zeit hier. Wann war denn klar, also erstes Training, okay, paar Tore geschossen, anmelden. Am Anfang ist es ja auch immer so, da gibt es ja gar keine richtigen Positionen, ne, außer Torwart. So, die guten Spieler spielen irgendwie vorne und keine Ahnung was. Aber wann war denn klar, okay, Dicker, der Marin ist hier schon Ausnahmespieler in unserem kleinen Verein hier. Wann war der erste Wechsel zu einem größeren Verein? Der erste Wechsel zu einem größeren Verein war mit 13 zu Bayern München. Mit Ja. 13 schon? Ja, mit 13. Also, ja, mit 13, ja. Mit 13. Ich war in der U14 dann bei Bayern. Und Ja, das aber lief aber warte, damals. warte, 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 warte. Wer hat bei dir zu Hause angerufen und wie war das einfach? Du bist 13, du bist, Dicker, 13 ist 7. Klasse, Pubertät fängt schon an, man fühlt sich schon cool. Und dann kommt einfach ein Anruf von Bayern München. Wer hat angerufen bei euch? Ich glaube, Mats Hummels, sein Vater, Hermann Hummels. Heißt der Okay. Hermann? Ja, ich Weiß ich glaube nicht. Hermann. Ich Ja. glaube Hermann, ja. Er hat angerufen und meine Mom ist rangegangen Ja. und ja, die hat auf einmal angefangen zu zittern, so zu weinen und so und ich so, was ist los und so. Ich dachte schon, die Schule ruft an, ne? So, und ich so, was ist los und so. Ich dachte, ich habe schon Scheiße gebaut, so Verweis oder irgendwie Ja. sowas. Man sagt sie, Bayern München ruft an und ich so. Wie Bayern München und so. Und ich war komplett lockt, so. Ich war Ja, sprachlos. klar. Aber an das Gespräch kann ich mich nicht mehr so richtig erinnern. Auf jeden Fall bin ich dann einmal zum Probetraining zu Bayern und einmal zu 60. So, Okay, und aber die dann wollten habe dich ich, beide haben, oder was? ja, genau, und dann habe ich bei beiden Probetraining gemacht und beide wollten mich dann. Und dann habe ich mich, Ist ja keine ich weiß noch Frage. ganz genau, aber ich saß mit meinem Vater, warte, ich saß mit meinem Vater im Auto und mein Vater, wir fahren zurück. Ich komme aus Landshut. Landshut ist so 70 Kilometer, ist eine Kleinstadt in der Nähe von München. Haben die nicht eine Und Eishockeymannschaft, eine gute Eishockeymannschaft? ja, Aber genau, okay, so ja. zweite Liga, glaube ich. Und mein Vater meinte, hey, wo willst du hin? So, willst du zu Bayern oder zu 60? Und ich damals, ich sag so, weil 60 hatte die bessere Jugend, ne? Also das Ist war das damals, so? ja, 60 hat damals die beste Jugend in ganz Deutschland. Ah, Und okay, krass. Wusste ich gar also nicht. ganz, ganz starke Jugend.
Und irgendwie, keine Ahnung, man ist ja noch jung, so 13, ne? Also Bayern klingt zwar riesengroß und so, aber irgendwie hatte ich mehr Bock auf 60, Ja. so, weil die Jungs auch irgendwie cooler waren, so, und die Jugend war besser und so. Und dann meinte ich, ey, ich will zu 60. Sagt er so, nee, nee, du gehst zu Bayern. Ich so, ja, okay. Und Was dann bin fragst du mich ich. dann überhaupt, ey? Ja, ich dachte mir auch, ey, was Der für hat eine schon Frage. entschieden, Alter. Ja, aber ja, das war auf jeden Fall dann mit U14 war ich dort, U15, U16 war ich dort. 3 Jahre Aber war ich dort. ich will auf jeden Fall wissen, also zwei Sachen, ich will wissen, weil ich kenne das, also ich, natürlich nicht mit Bayern, aber ich weiß noch, ich habe einen kleinen Verein gespielt in Düsseldorf bei Tusa und dann hat Fortuna Düsseldorf angerufen und mich zum Probetraining eingeladen, genauso, und also wir wollen dich haben, muss ein Probetraining machen. Und ich weiß noch, dann bin ich halt, und meinen besten Freund aber auch, weil wir waren beide so die besten Spieler in der Mannschaft, und meinen besten Freund haben die auch angerufen. Ich so, Lukas, haben die dich auch angerufen? Der so, ja, Mann. Und dann sind wir halt am nächsten Tag zum Training, und dann kannst du einfach, dann sagst du einfach deinen Mannschaftskameraden, das ist ja so Best Buddy-mäßig, und dann sagst du denen einfach, Dicker, ich habe ein Angebot. Ich habe ein Angebot von Fortuna, ich habe ein Angebot von Bayern. Weißt du noch, wie das war? Hast du ein bisschen Neid gemerkt, oder waren die so, laber doch nicht crazy, nimm mich mal mit, oder wie war das so? Boah, also meine Freunde waren auf jeden Fall so, die sind ausgerastet und die haben gesagt, geil und so, Ja. richtig. So das Beste, was man einem wünschen kann, so, aber ich habe es in der Schule gemerkt. Ich war damals auf einem Gymnasium noch in Landshut und da habe ich so ein bisschen gemerkt, so, da waren auch viele, ja, viele deutsche Kinder auch und so ein bisschen aus, sage ich mal, aus finanzstarken Familien und so. Ja. Und die haben das nicht so gefühlt, ne? Also die haben Die da, keine Ahnung, Bastarde, Alter. bisschen Auge gemacht, so. Auf jeden Ja. Fall, da, keine Ahnung, irgendwie einmal zum Sport, so, mit einer Bayernhose gekommen. Also wir Ey, hatten das ist, Sport, ey, ich das hatte. ist ohne Spaß, red nicht weiter, weil das ist der geilste Move. Ich schwöre, ich feiere das so sehr, ne? Digga, ich weiß, So. ich bin sogar mit Fortuna Düsseldorf, wir hatten so eine Winterjacke. War gar nicht schön, die Jacke, aber stand einfach Fortuna drauf. Ja, Diesen ja, Flex ja. musst du machen, diesen Flex musst, Ja, und das ist der ja. ultimative Flex, Alter. Boah, Ja, mit und Bayernhose dann zum, ging's boah. erst richtig los. So, ne? Da haben die gesagt, guck mal, der ist so arrogant und so. Ja. Keine andere Hose. Erstens, ich habe Du keine andere reicher Hurensohn, kauf dir! Du musst für diese Hose Geld bezahlen! Ich bekomme die, weil ich da spiele! Halt Ich die denke mir Fresse, so, Felix! erstens, ich Maximilian, habe keine Maul! andere ich habe keine andere Hose. Zweitens, so, wenn ich das spiele, so, warum soll ich die Hose nicht Ja, anziehen? Natürlich. natürlich! Ja. Und ja, aber das hat den nicht so gepasst, aber ansonsten, keine Ahnung, so allgemein jetzt so Neid habe ich jetzt nicht so gespürt bis zum heutigen Tag, so, weil ich Okay, geil. aber auch nie so der Typ war, dass ich jetzt irgendwie übertrieben rumgeflext habe, so, weißt du? Also ich bin jetzt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, nach Landshut komme zu meinen Homies und so, dann bin ich jetzt nicht so, keine Ahnung, da habe ich keine Rolex an, so, und Ja, kommst mit der fettesten E-Platz, Karre. so. Ja, ich bin ganz gechillt und bin immer noch wie früher und deswegen denke ich, akzeptieren die das auch so. Wenn das Ja. anders wäre, so und keine Ahnung, dann ja, aber das ist ein schwieriges Thema, ne? Das ist ekelhaft so. Ja. Klar. Und wie war das, hast du zuerst bei 60 oder zuerst bei Bayern Probetraining gemacht? Erst bei Bayern, glaube ich, ja. Okay, und Ich wie war glaube, erst bei das? Bayern. Wie haben die dich Boah, aufgenommen? Hast du dann direkt auch die Klamotten bekommen und durfst dann, oder musst du mit deinen eigenen Klamotten trainieren? nee, also ich kann mich noch erinnern, ich war richtig schlecht im Training, auch Ja. nervös gewesen und so richtig. Und die haben mich aber trotzdem genommen und dann bin ich erstmal normal, ganz normal nach Hause und dann, als ich dann am ersten Tag gekommen bin, so, dann haben wir halt erst die Sachen bekommen. Okay. So, und Also war aber kein weißt du noch, was Monat er später. anhattest? Weißt du noch, was er anhattest beim ersten Bayern-Probetraining? Weil da holt man eigentlich, Nein. da holt man das Beste raus. Nein, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich mit meiner Mom hingegangen bin am ersten Tag. Mein Vater hat gearbeitet. Und meine Mutter ist mit mir hingegangen, so, um mir einmal zu zeigen, wie man von Landshut zur Sebener Straße nach München kommt, Ja, so Sebener mit Zug, Straße. U-Bahn und so. Und das war für mich alles ganz neu, so. Ich war so wie so ein Kleinstadtjunge, so auf meinem Fahrrad unterwegs. Ich kannte das gar nicht, so was wie U-Bahn und so. Ja. Und dann bin ich da hingekommen, so, und meine Mom ist der Flipflop kaputt gegangen, so. Und dann komme ich da erst Tag hin, so. Und die waren auch alle, so in München hatten die Geld, ne? Also auch Nein, so da die kommen da die Kanaken. Jugos mit kaputten Schuhen, Ja. Alter. Und die Kanaken haben da auch Geld, ne? Die haben alle Ja. neueste Schuhe und so. Und ich komme da hin, Ja. so meine Barfuß, wir kommen so rüber wie Hippies, so, weißt du? Ganz schlimm, so. Aber Scheiße. was ich anhatte, weiß ich nicht mehr. Aber das war auf jeden Fall, erster Tag ist immer ganz komisch, so, ne? Ja. Das ist so unangenehm. Aber ja, die Mannschaft war cool, so. Wir hatten eine geile Truppe. Es war auch einer der geilsten Zeiten, muss ich sagen. Wir hatten Turniere so überall. Gegen Ja. die geilsten Hallenturniere, auf einmal gegen Barcelona und so ein Zeug.
so gegen Chelsea und so gespielt, so. Also es war schon brutal. Ich habe mal Richtig, geguckt, richtig. mit wem du in der Jugend zusammengespielt hast, und außer jetzt Niklas Dorsch zum Beispiel, kannte ich da jetzt keinen. Aber sag mir doch mal, wenn du auf diesen Turnieren europaweit warst, dann hast du ja bestimmt auch gegen krasse Spieler gespielt, die jetzt auch irgendwie in den ersten Mannschaft. Weißt du noch, wer in der Jugend Boah. so der krasseste war, den du gesehen hast? Ich sag mal so, in Deutschland, so international weiß ich gar nicht mehr. Keine Ahnung, die waren alle krass. Wir haben gegen Chelsea gespielt, so, boah, ey, da waren so, keine Ahnung, da war ein Weißer da, Ja. so, und der war auf der Bank, so, und die anderen waren krank, so. Die anderen waren alle so schnell, so, und so stark, und so, wir hatten gar keine Chancen. Aber in Deutschland, ich weiß, der beste 97er meiner Meinung nach war, okay, aus Bayern waren da ein, zwei dabei, die waren richtig gut aus meiner Mannschaft, aber die hatten viele Verletzungen. Aber es gab Leverkusen, ich weiß nicht, ob er Benjamin oder Benedikt Henrichs heißt, der von Leipzig. Benny. Der war bei Monaco und so, der war auch mal deutsche Ja, Nation und so. der Halbschwarze, ne? Ja, genau, Ja, ja. Benny Henrichs oder nicht? Heinrichs? Jetzt Ja, Heinrichs? Henrichs? Benny Henrichs. Henrichs. Ja, Und und der der war in war der auf Jugend jeden so Fall der krass, oder was? beste. Der war der beste 97er in Deutschland, safe. So, der war aber damals auch Zehner, also der ist irgendwie jetzt Rechtsverteidiger oder so. Der war Benjamin damals Henrichs. Okay, Benjamin Henrichs heißt der. Okay. Benjamin, ja. Der war Zehner bei Leverkusen. Leverkusen war sowieso die beste Mannschaft bei uns in der Jugend, Ja. also am Jahrgang. Und der war brutal. So, Stuttgart hatte ein paar Ausnahmekicker, so Hoffenheim war immer gut, so. Und aber die Jungs haben es irgendwie, keine Ahnung, die in der Jugend richtig, richtig krass waren, Das ist crazy, ne? haben sich entweder verletzt, leider so, oder sind jetzt irgendwo zweite Bundesliga oder im Ausland, so, so traurig. Es gab so Ausnahmespieler, das ist krank. Ja, ich find das auch crazy. Wir hatten in der A-Jugend hatten wir einen Spieler, den habe ich jetzt, mir ist eingefallen, wir haben dann so unsere Fußballstreams gemacht mit den ganzen Profis, und dann ist mir, habe ich überlegt, wer war eigentlich bei uns in der A-Jugend-Bundesliga der krasseste? Und dann ist er mir wieder eingefallen, Ioannis Masmanidis, der hat auch bisschen erste Liga, glaube ich, aber mehr zweite gespielt und noch voll viele falsche Entscheidungen. Griechenland, pipapo. Und dann habe ich den auch mal eingeladen. Der hat dann auch seine Story erzählt. Das war wirklich krass, weil der war einfach auch wie damals so der Henrichs, Zehner bei Leverkusen, linker Fuß. Der hat da Übersteiger gemacht, die Bälle in den Winkel gewichst. Keiner konnte so spielen wie der. Und dann kommt dieser Cut. Und ey, wenn du überlegst, guck mal, Benjamin Henrichs, Zehner bei Leverkusen, Kapitän, pipapo, der beste Spieler in Deutschland. Und spielt dann einfach linke Viererkette bei Monaco. Ist immer noch geil, weil Monaco würde ich, boah, geiles Leben bestimmt, aber von dem, was man damals gedacht hätte, wahrscheinlich ein bisschen entfernt, ne? Ja, und jetzt ist er bei Leipzig, ne? Also jetzt ist er bei Leipzig und Ja. spielt aktuell, glaube ich, nicht. Also er Nee. hatte irgendeine Verletzung, glaube ich. Aber ich glaube, er spielt nicht. Das ist Ja. schwierig. Aber das ist bei vielen so leider. Ich habe in Bayern auch mit Ausnahmespielern gespielt. So, aber die hatten sehr, sehr früh schon, keine Ahnung, Kreuzbandrisse und Also viel Meniskus. Verletzung auch, sagst du? Ja, so traurig. Ich habe irgendwie das Gefühl, bei Bayern waren, keine Ahnung, die Hälfte meiner Mannschaft hatte richtig schlimme Knieverletzungen. Ich weiß nicht, woran das lag. So vielleicht, Aber ihr habt keine doch Ahnung, immer Freiburg. auf Naturrasen gespielt, ne? Nee, immer Kunstrasen. Immer. Das ist das Ah, Problem. Ja. okay. Okay, das Ja. erklärt natürlich eine. Ihr habt auf Und ich Kunstrasen. glaube, Okay. das könnte daran liegen, so, weil ganz, ganz viele haben sich schrecklich verletzt. Und vor allem, was eigentlich das Geilste ist, aber was eigentlich das Unnötigste ist, sind diese Hallenturniere. Und da haben sich auch unnormal viele verletzt. Das ist aber so geil immer Auf dem, gewesen. ey, Hallenturniere sind, ey, Alter, Waffeln, Bratwürste, Pommesgeruch, Alter, und dann Ja. Hexenkessel immer. Aber ich dachte, die großen, ich dachte, also wir zum Beispiel bei Fortuna, wir haben dann keine Hallenturniere mehr gespielt, weil die großen Vereine haben eigentlich, das ist wirklich dumm. Weil große Vereine Ja, müssen keine Hallenturniere spielen. das ist doof, aber wir hatten dann im Winter tatsächlich so auch in der, ich weiß, das war dann auch nicht mehr in der U19 so, aber in der U16, U15 war das schon so, dass die dann irgendwie Hallenturniere hatten und dann Ja. auch gegen gute Mannschaften. Klar, will sich da auch beweisen, keine Ja, Ahnung. Halle macht ja auch Und voll Bock. ja, übertrieben, so, das war das Ab. Geilste. Später war dann Futsal. Futsal war, muss ich, im ersten Moment denkt man sich, ja, Futsal scheiße und so, aber Futsal ist eigentlich noch geiler als Halle, weil du Hast du hast mal diese Waffe gespielt? nicht so. Ja, ich war einmal, wir hatten mit Ingolstadt da ein paar Turniere. Da halt, Futsal ist richtig geil, weil es gibt diese Bande nicht und wenn du also diese Bande finde ich, da können auch so Holzmannschaften können da gewinnen, so, Das weißt du? stimmt, das stimmt. Ja, Weil die haben Bande dann rettet. so, keine Ahnung, da ist irgendjemand mit 16 Jahren so 90 Kilo schwer, so, was willst du machen? Der drückt dich dann in die Bande rein, so, auf einmal steht er vom Stimmt, ja, Tor. stimmt, das kommt auch noch dazu. Aber Futsal ist dann schon so mehr so Ja. Technik und so. Ey, das ist geil, dass du das sagst, weil nächste Woche, ich glaube, ja, nächste Woche, glaube ich, so am 2. oder 3. kommt der Manuel Fischer, und der ist so, ich weiß gar nicht, wo der spielt, aber auf jeden Fall so Futsal-Nationalmannschaft Deutschland, und der hat die komplette Jugend bei Bayern, der war so Jahrgang von Hummels, der war so Talent über Hummels.
Ne, komplett Jugend Komplett. abgerissen und dann aber auch Verletzungen gehabt. Und der ist jetzt Futsal King und der kommt auch dann zu Gast. Das ist geil, Geil. dass du Futsal ansprichst. Da bin ich auch voll gespannt, weil ich habe es noch nie gespielt. Die haben mich mal Ja. eingeladen. Ich will es auf jeden Fall mal spielen, einfach nur um zu wissen, wie schwer ist der Ball, wie ist das auf diesem Boden. Weil du siehst ja immer die ganze Zeit diese Highlight-Clips auf YouTube von den ganzen Brasilianern und wie die der Okocha machen, diese Freistoß-Varianten und so. Und dann fragst du dich so, okay, wie ist das, wie ist dieser Sport? Aber wenn du auch sagst, das macht richtig Bock, geil, da freue Das ich macht mich drauf. eigentlich richtig Bock so. Der einzige Unterschied zur Halle ist eigentlich, dass der Ball nicht so springt. Das ist aber geil, finde ich. Und es gibt keine Banden. Ja. Ansonsten, vor allem in Kroatien und so, auf dem Balkan allgemein, so Serbien, Bosnien, so, die sind da übertrieben. So. Also da kannst du, keine Futsal. Ahnung, da kannst du hier Profi sein in der Bundesliga, du gehst dahin, die nehmen dich auseinander. So, das Okay. ist unnormal. Und Anderer die haben dann Sport, auch, ne? ja, die haben da auch, keine Ahnung, so Mannschaften gehabt. Ich weiß nicht, irgendwo in Bosnien so, da tun sich so die besten Spieler zusammen und die haben dann so Ja. richtig Taktik und die kommen dann nach Deutschland, spielen Hallenturniere hier, Futsalturniere Und ficken und alles nehmen das weg. Preisgeld mit. Ja, und nehmen das Okay. Preisgeld mit so. Und die machen dann hier so eine Tour und davon leben die. Also, die sind unnormal. Er ist geil, Alter. Der Balkan hasse, Alter. Einfach so, überleg dir mal, so Balkan-Holzköpfe, die wiegen richtig viel, so, die sind richtig Ja. schwer, aber sind die so richtig feine Fußballer. Krass. Richtige Technik. Ja, aber die Jugos waren immer stark. Die waren immer. Ich habe auch hier so. Ich weiß nicht, ob du dich auch so mit den Legenden aus. Hier Mijatovic, Prosinecki und so. Kennst du die? Ja, klar, ja, Ja, klar. solche Leute so. Die haben immer krasse Zocker auch gehabt. Und Ja. das ist natürlich so. Futsal ist auch so. Kennst du Sohlenspieler? Ja, Ja, klar. die immer alles so schön fein mit Sohle machen. Für die ist Futsal natürlich auch das Ding so, ne? Ja, Okay, dann hast du die paar Jahre bei Bayern in der Jugend gemacht. Bist du schon als Verteidiger dahin oder hast du noch eine andere Position gespielt? nee, ich bin als Zehner hin und wurde dann Krass. im ersten Jahr gleich auf die Sechs gebracht. Ja. Und dann war ich dort Sechser und dann hatte ich in der U15 mal, ich hatte ganz große Probleme hier mit meinem Wachstum, so Wachstumsstörungen, so Knie, Ferse und so ein Bist du Zeug schnell so. gewachsen? Ja, in 2 Jahren glaube ich 20 cm oder so. Ach du liebe Güte. Okay. Und ja, und dann war ich Sechser, U15 und dann U16 werde ich nie vergessen, so kam das erste Mal der Trainer und ich war damals als Sechser, war ich noch, dachte ich mir so, Digga, was mache ich hier so? Ich will auf die 10 so, ich will Ja. Assist, ich will schießen und so, ich will Ja. dribbeln und so. Und dann sagt mir in der U16 der Trainer Dremmler, sein Sohn, der war unser Trainer und der meinte, du bist Innenverteidiger. Ich so, wie Innenverteidiger? Was für Innenverteidiger? Und er so, ja, du spielst jetzt Innenverteidiger. Und wir waren da auf so einem Turnier in Salzburg und haben gegen Basel gespielt. Basel, Ja. unnormale Mannschaft damals, 97, Ja. Embolo. Zum Beispiel, ja, Embolo ist einer. Ja, Gegen den hast und du Embolo. Innenverteidiger-Debüt gehabt, oder was? Ja, und Embolo ist zum Beispiel einer, gegen den ich gespielt habe, der jetzt auch in der Bundesliga kickt und der Ja. finde ich gut ist. War der So, damals und auch schon so eine Lukaku-Maschine, so dass man so dachte, Passfälscher ja. und so? Ja, viel zu alt, viel Sah damals zu. gleich aus wie jetzt, ne? Ja. Das ist krank. Also der war damals, der hat alles weggemacht. So, keiner hatte Chance gegen den. Und ein Spiel davor wurde ich irgendwie, die ersten 2 Spiele saß ich auf der Bank, drittes Spiel komme ich rein, letzten 5 Minuten, mach so ein Solo gegen Swansea City oder so. Ja. Chip über Torwart, Tor. Und dann sagt Von mein Trainer hinten im oder von nächsten Spiel, hinten? ja, so ein bisschen von hinten, so 2 Spieler stehen lassen, Doppelpass und dann so Chip über den Tor, richtig geil. Ja. Und dann sagt der Trainer so, du bist jetzt Innenverteidiger. Und ich so, okay, nächstes Spiel und wir spielen gegen Basel irgendwie so Viertelfinale oder so. Und ich sehe Embolo, ich gucke nur so rüber, ich so, oh mein Gott, so, das wird eine Aufgabe, so, ne? Und dann habe ich den aber also richtig kaputt gemacht, so. Also, es war mein bestes Spiel vielleicht in der Jugend, so allgemein, so. Ja. Wir haben 1-0 gewonnen gegen die, ich habe jeden Zweikampf irgendwie gewonnen und dann. Zu meinem Pech, weil ich es so gut Das ist gemacht habe, Samurai. bin ich einfach Ja. Innenverteidiger geblieben. Was hat man aber jetzt, wo man jetzt aber sagen kann, okay, geil, so, du bist trotzdem Profi geworden und so. Ja. Aber Cool, so. überleg dir mal, also das ist auch krass, finde ich, weil irgendwann trennt sich ja die Spreu vom Weizen, aber ich weiß, wenn du, also ich sehe dich in der Bundesliga spielen und wenn du mir erzählst, du dribbelst von hinten zwei Leute aus und machst einen Doppelpass und chippst den Ball über den Torwart, würde ich sagen, ja, kannst du niemals. Ja, Aber das das war, ist, denken aber, viele so. ja. Erstens groß und so, ne? Aber ich hatte auch dann, als ich Profi geworden bin, so, ich hatte ja dann immer noch, das hat ja gedauert bei mir auch im Kopf, ne? Bis ich irgendwann gesagt, okay, ich bin wirklich Innenverteidiger. Am Anfang war ich ja vorgewillt, so, ich habe ja als letzter Mann so Übersteiger gemacht, Zidane und so. Und dann bin ich aber Profi geworden und die fanden das aber geil, so. Und irgendwie sind die Vereine drauf angesprungen, so, weil die meinten, okay, hey, was ist das für ein Innenverteidiger? Der spielt offensiv, traut sich auch mal einen Stürmer stehen zu lassen, weil die Stürmer, die laufen ja an, so. Da kannst du, Ein ich könnte Haken, die jetzt laufen sofort zur Eckfahne, ja ja. so Haken machen, das ist so einfach, so billig eigentlich. Ja. Das fanden die geil so. Und ich habe auch dann in meinen ersten Profijahren bei 60 und so, als ich hochgekommen bin in Salzburg und so, brutal viele Dribblings gemacht. So. Ja. Einfach komplett durch, aber ich kann nicht schießen. So. Deswegen immer,
Am Ende immer passen soll. Ja. Ist das geil, Alter. Aber hast du einen so einen Move bei den Dribblings oder hast du so, kannst du theoretisch links und rechts vorbeigehen oder hast du diesen mit rechts mitnehmen dann auf links oder hast oder rechts oder vorbei? Immer links vorbei. Immer Immer links links. vorbei, aber wie? Mit so Körpertäuschung oder ziehst du den von rechts nach Ja, links? einfach, das ist die einfachste Körpertäuschung, die es gibt, aber die klappt immer. Also das ist Ja. einfach rechts so ein Pass antäuschen und dann links vorbei. So quasi so. Oder wenn Also mit man rechts dann im Strafraum rüberziehen. ist, ja, genau, mit rechts rüberziehen, so mit der Innenseite und dann auf Ja. links. Der klappt Okay. immer. Da fällt Okay. auch jeder drauf ein. So. Und vor allem, wenn du mit so einer gewissen Wucht und Schnelligkeit kommst, Ja. so ist das schwer, weil du hast deinen Körper dazwischen. Und vor allen Dingen auch als Innenverteidiger, weil ist halt noch eine Kopfsache. Du bist halt nicht darauf eingestellt, dass der das jetzt wirklich, dass der jetzt Ja. wirklich dribbelt so. Erwartet keiner so, weißt du? Ja. Ja. Crazy. Aber Das das hast du ist jetzt, so. aber das hast du, hast du es in der Bundesliga auch schon ein paar Mal gemacht? Bundesliga, ich muss sagen, seitdem ich in Wolfsburg bin, eigentlich eher weniger so. Keine Ahnung, irgendwie hat sich das. Irgendwie habe ich meine Stärken jetzt wo auf irgendwo anders gefunden, so eher in diesem Passspiel, so auf diese Zehner und so. Das versuche ich dann immer mehr zu verbessern. So. Und manchmal ist es auch unnötig so, weil du kannst zwar einen Spieler stehen lassen, du bist dann aber vor so einer ganzen Ja, Mittelfeldreihe muss so. schon Sinn machen. Dann spielst du trotzdem nur einen Pass so auf 3 Meter. So. Das macht keinen Sinn. Ja. Aber so ab der 70., ab der 80. probiere ich das schon manchmal, weil dann lassen die Kräfte meistens nach, so bei ganz vielen so. Und die haben dann auch keinen Bock, so nachzulaufen so. Und dann geht es voll easy so. Spaß. Also keiner bis jetzt hier so schön offen erzählt und so richtig geile, man bekommt richtig geile Einblicke Einblick, in den ja. Kopf von einem Bundesliga-Profi. Ist richtig nice. Danke dir dafür. Ist richtig, richtig geil auf jeden Nicht da. Fall. Danke. Crazy, Alter. Und dann hast du, Ja. Bayern-Jugend durchgezockt und nee, Alter, du bist hier steht gerade, ich habe hier Transfermarkt Ja. offen. In der U17 war dann Feierabend. Haben die dir dann gesagt, sei mir nicht böse, aber reicht nicht mehr, oder was? Oder was war da los? Nee, war nicht so. Ich war in der U16 und das war ja jedes Jahr so, keine Ahnung, wie in der Schule, so, boah, schaffe ich das Jahr, schaffe ich es nicht. Ja. So, dann kriegst dann so Zeugnis und dann kommt irgendeiner vom Jugendleiter und sagt, okay, dich wollen wir nächstes Jahr. Und alle zittern schon so keinen Monat davor, weil alle wollen bei Bayern bleiben. Ja, So. klar. Und ich hatte da so ein bisschen schon Abturn auf Bayern, so, weil Bayern Warum? war halt schon viel so. Keine Ahnung, die haben zum Beispiel, ja, mit Marco Richter habe ich zusammen gespielt. Der hat ja jetzt das entscheidende Tor gegen hier, gegen haben die gespielt. Weil auf jeden Fall hat er sieben Tore geschossen Gladbach. gegen Gladbach? Gladbach, ja, Ja. genau, die haben Gladbach geschlagen. Der hat mit mir zusammen gespielt, den haben sie in der U14 aussortiert. So, und der war krass. Aber der hatte halt ein paar Sachen nicht, die wir damals irgendwie bei Bayern gebraucht haben, so Ja. Schnelligkeit. Und ich habe mich damals, die wollten mich damals übernehmen, aber ich war nicht mit meiner Spielzeit zufrieden. So, da haben Ja, Spieler ja. vor mir gespielt, so, wo ich mir dachte, Digga, es geht nicht so, ich bin besser so und keine Ahnung. Da ist aber auch schon mit, der hat Connections und so, der hat schon einen Berater und so oder der Papa von dem spricht mal gerne mit dem Jugendleiter und so ein Zeug. So und da hatte ich da drauf keinen Bock mehr. Und also der Cousin von meiner Mom, der ist Trainer, der hat auch so ein paar Stationen gehabt, hier zweite Bundesliga und so. Der ist jetzt in Kroatien gewesen. Der war damals Trainer in der U17 bei Ingolstadt. Ja. Und oder nur 19, ja. Und der hat damals gesagt, ey, komm doch nach Ingolstadt, wir spielen hier auch B-Junioren Bundesliga. So, Ja. hier bist du safe, Stammspieler, so, du kannst Ja. hier richtig entwickeln. Und ich habe das schon früh gecheckt, so, wenn du bei Bayern kleben bleibst, so, was willst du da machen? Der Sprung zu den Profis ist viel zu groß, so. Schafft Ja. fast, da Das gehen ist so viele Spieler unter, du spielst vernünftig, dann ja. dritte Liga oder vierte Liga, so, und dann musst du sowieso irgendwann früher oder später musst du den Wechsel machen. So, Ja. ganz wenige schaffen es aus der Jugend nach oben, Ja, so, wir waren. oder von Bayern 2 in die Profis ist auch eigentlich. Ja, das ist so unrealistisch. Auch wenn du dann manchmal locken die dich dann, keine Ahnung, mit ein, zwei Spielen und so. Aber im Endeffekt bringt das nicht so. Und Ja. das aber früh gemerkt und bin nach Ingolstadt gegangen und war dann, das war die beste Entscheidung meines Lebens. So. Also, hab dann dort, keine Ahnung, bin ich dann explodiert, so, hab dann auch nochmal die Entwicklung gemacht, so, hat auch ganz anderes Selbstbewusstsein. So, in Bayern bist du halt so, ne, bist halt einer von vielen. Bei Ja. Ingolstadt bist du halt so, Da warst du schon der vielleicht Man, oder was? Führungsspieler. Ja, genau, ich war Führungsspieler dort und Hast du da so. auch Innenverteidiger gespielt? Ja, dann, also ab der U16, War seit diesem klar. Spiel der Polo, war klar, so, ich bin Innenverteidiger. So. Okay. Also hat mir gar nicht gefallen, so, aber war halt so. Ne? Ja. Gefällt mir Crazy. auch heute, noch heute nicht. Ja. Aber nimmt man dann halt Ja. in Kauf. Gibt Ja. auf jeden Fall Schlimmeres. Aber hast du dann in der B-Jugend-Bundesliga dann auch, da hast du ja auch gegen deine Ex-Kollegen gespielt, ne? Hast du auch gegen die Bayern gespielt dann, ne? Ja. Boah, ganz mies. Erstes Spiel richtig schlecht gespielt, so 4-0 Klatsche bekommen, einen riesen Fehler gemacht. So, aber im Rückspiel habe ich auseinandergenommen. So. Da haben Ja. wir 2-1-0 verloren. So.
Mir wurde aber ein Tor aberkannt. So damals habe ich auch gedribbelt und so Ja. Doppelpass. Ich stehe allein vom Torwart, Ja. Tor. Und auf einmal hebt er die Fahne, so war. Aber ich glaube bis heute, dass es kein Abseits war. Aber dann haben Verschwörung. wir 1-0 verloren. So. Und ich kann mich noch erinnern, damals, wir waren U17, ne? Und da Ja. gab es einen Spieler bei Bayern. Der war auch Kroate und oder der ist Kroate, der heißt Dominik Martinovic und der hat damals 5.000, ich habe das mitbekommen, so 5.000 € verdient, U17. Und ich so, Was ist das denn? ja, der war Ausnahmetalent, der ist aus VfB Stuttgart gekommen, die wollten ihn unbedingt und so, Wo der ist war der richtig. heute? Wo ist der Martinovic heute? Er ist, glaube ich, bei Waldhof Mannheim oder so, also dritte Liga, aber Alter, ey. ja, aber auf dem Kriegt er jetzt Aufsteigen. genauso viel wie damals, Alter. Ja, so ungefähr so, aber der ist gut so und der macht sich. Ich glaube, der ist jetzt sogar vielleicht in der zweiten Liga. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Okay. war das damals meine Motivation. Ich so, wie, der Junge kriegt mit 16 Jahren mehr Geld als meine Eltern zusammen. Die gehen jeden Tag arbeiten, so. Ja, kann nicht Geht sein. nicht kaputt, so. Und dann habe ich da wirklich gut gespielt, so. Und wir haben es geschafft, glaube ich, dieses Jahr sogar. Also, wir sind nicht abgestiegen, glaube ich, in der U17. Das war Ja. so das Ziel, so. Und da war ich da auch 3 Jahre. Das letzte Jahr war ich im Internat in Ingolstadt hat Ingolstadt. ein Internat. Ja, die haben da erst angefangen, so da ein bisschen so in die Jugend zu investieren. Audi als Sponsor, ganz groß Ja. und so. Haben da ein neues Trainingsgelände gebaut und so. War eine geile Zeit, haben wir viele Aber Freunde. hat Ingolstadt da auch Zweitliga schon gespielt? Ich glaube, also als ich gekommen bin, zweite und dann als, oder vielleicht sogar, die waren auf jeden Fall ein Jahr in der ersten, ne? Ja, deswegen ja. Ja, Aber das ich ist schon glaube, das war hart, sogar die hart Zeit. ambitioniert, auf jeden Fall, mit Bayern in der Region trotzdem Internat zu machen, obwohl deine Erste nicht mal irgendwie in der ersten Bundesliga spielt. Das ist, Ja, also das war damals nicht so. Also das war anders, ne? Also ich hatte damals auch ein bisschen hier Probleme zu Hause und so mit meinem Vater und so. Und der hat damals schon gesagt, so, hey, du musst jetzt ins Internat. Und ich so, ja, okay. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ey, ich will unbedingt nach Ingolstadt so. Ja, und da Die warst du die Stadt. ganze, da warst du den ganzen Tag da auf dem Campus, oder was? Boah, ich habe alles gemacht, aber ich war nicht auf diesem Campus so. Ich bin in die Schule Okay. gegangen und danach war ich in Jugendzentren so, habe mit Freunden gechillt so. Also wir haben alles Okay. gemacht, aber ich war da nie so. Ich hätte da eigentlich sein sollen, aber da Ja. war ich. Crazy. Und hast du dann, das Internat, das, also hier steht, bis U19 warst du da und von da aus bist du dann nach 60 in die zweite oder was? Ja, das war ganz schwere Zeit so. Ich wurde damals rausgeschmissen bei in Ingolstadt Warum? so, und von Disziplin und so ein Zeug. Was hast du Und gemacht? Weil nicht auf dem Campus warst du naja, was habe ich nicht gemacht? Also ich habe alles Mögliche, also nur Scheiße gebaut damals. Und ich bin damals von der Schule geflogen so, haben die mir eine neue gefunden. Wie Dann geht war ich da. das? Hast du einen umgewichst oder was? Wie kann man von der So. Schule fliegen? Nein, ich weiß gar nicht, was denn da passiert. So, keine Ahnung, ich hatte irgendwie mit der Lehrerin hatte ich Zoff, so, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Mir war das alles egal, so, mich hat die Ja. Schule interessiert, so. Bei mir gab es einen richtigen Turn, so nach 14, mit 14, 15, so. Ich habe auf Schule einen Fick gegeben, war das Latte, so. Ja. Ich war auch gar nicht mehr da, so. Und dann haben die Ja, mich okay, halt das irgendwie macht dann Sinn. Da kann man schon mal zu von der Schule früh fliegen. Nach dem Motto, gesagt, ich werde eh so. Profi. Nach dem Motto, ich werde eh Profi. Ich weiß gar nicht, dachte ich mir gar nicht damals so, aber. Keine Ahnung, also ich hatte einfach keine Lust auf Schule. So. Ja, Ich bin da Pubertät. dran. Irgendwelche So. Flausen, Alter. Ja, und dann haben die mich da rausgeschmissen. Da war ich vereinslos erstmal 2, 3 Monate. Und dann durch Zufall, werde ich nie vergessen, so, durch Zufall sagt mein Berater: Ey, du kannst dich 2 Wochen fit halten hier bei 60, damit man dich dann irgendwo anders zum Probetraining schicken kann. Ja. Weil ich war davor irgendwo Österreich, dritte Liga, Pasching oder so, zweite Mannschaft von Lask, die sagen nein. Und ich sage: Wie nein? So, ich war damals U19, habe ich auch Sandro noch Bundesliga und so. Und die sagen: Nee, du bist zu schlecht. So, und das war für mich damals, ich dachte, okay, jetzt ist vorbei, so, ne? Also Ja. vereinslos, kein Verein in ganz Deutschland will was wissen von mir, das spricht sich auch rum, Ja. undiszipliniert und so, ein guter Spieler, aber hey, Scheiße, wohin schmeißt Alter. du den raus und so. Und ja, dann hätte ich mich damals fit halten sollen bei 60 und 2 Wochen da trainiert und so und dann in der zweiten Woche habe ich es richtig gut gemacht und dann meinten die, hey Junge, du bleibst hier und so. Und dann hatte ich da die Chance, auf einmal 60, auch geiler Verein gewesen. Haben die da schon dritte Liga, haben die da dritte Liga gespielt oder wo waren die? Oder Nein. Regionalliga? Regionalliga, ja. Okay. Regionalliga. Ey, und dann kann man ja sagen, das ist ja dann der Übergang von Junioren zu Senioren gewesen, oder nicht? Ja, genau, Boah, der ja. war aber übelst holprig dann, ne? Einfach aus den Junioren raus, Was? vereinslos, Absage in Ja. Österreich und dann Ja. 1860 Regionalliga. Ja. Du musst dir mal vorstellen, ich habe innerhalb von 10 Monaten wurde ich Alles da ein Samurai! in Österreich in der dritten Liga nicht genommen. Und 10 Monate später war ich beim besten Verein in Österreich, in Salzburg. Das ist krank.
crazy, Alter. Wie schnell das geht, ne? Aber das geht auch unten, ne? Aber das ging ja unnormal. Also die haben gesagt damals, nee, boah, reicht nicht und so. Du bist zu schlecht und ich gucke mir die Jungs an, so, da sitzen manchmal mit Plauze, ich denke so, wie, nein, kann nicht sein, so. Und war unnormal gefrustet, so, aber hab's dann so auf mich geschoben, so, ich bin schuld, so, ich habe mich nicht gut vorbereitet und Ich so ein glaube, Zeug. das ist genau der Punkt, weil wenn du vorher immer der Man bist, dann neigst du ja auch dazu, also so wäre ich auf jeden Fall oder so war ich auch, dazu sagen, ey, ohne Spaß, ihr habt alle keine Ahnung, dann mache ich halt so. Aber ich hätte dann nicht gesagt, weißt du was, hier werde ich abgelehnt, nee, nee, euch zeige ich, dieses euch zeige ich, dass die Schuld auf sich nehmen, zu sagen, okay, das vielleicht liegt's an mir, ich arbeite jetzt, das ist, glaube ich, das Ding, was dir den Arsch gerettet hat, dass du jetzt da bist, wo du bist, Alter. Weil sonst Ja, wärst das du. hat mir auf jeden Fall geholfen. Und dann, ja, bei 60 war halt so war pures Glück, ne? Weil die von Anfang gesagt haben: Guck mal, wir haben vier Innenverteidiger, wir brauchen keinen, wir sind völlig zufrieden mit denen. Wir starten mit der Regionalliga. Bei denen hat die Saison schon angefangen. Und dann trainiere ich bei denen mit. Flo Neuhaus war damals mit mir zum Beispiel. Der mit mir in 60, bei 60-2. Der kommt von Und 60? ja, der kommt von 60, ja. Wir haben damals Krass. immer Derby gegen die gespielt, immer 60 gegen Bayern und so, war richtig geil. Okay, krass, ey. Ja. Und ja, dann habe ich dort gute Saison gespielt und dann in den letzten 6, 7 Spielen wurde ich dann hochgezogen bei denen. Da hat einer rote Karte gehabt, der andere verletzt und so und dann bekomme ich meine Chance, einfach zweite Liga und so. Richtig krank so und war brutal. Aber seid ihr da, war 60 da nicht schon auf dem absteigenden Ast in der zweiten Liga? Ich meine, es ist ja für dich Ja, scheißegal, wir weil sind. das Beste, was dir passieren kann, spielst du in der zweiten Ja. Liga. Aber das war, Ja. war das da schon so zu dem Zeitpunkt? Ja, wir sind da abgestiegen, ja. Ja, Okay. in dem Jahr sind wir abgestiegen. Und dann hast am Ende der Saison ein paar Spiele mit 60 in der ersten, zweiten Liga, steigst ab. Und was ist dann passiert? Was hat der Berater dann. Seit wann hast du überhaupt einen Berater gehabt? Wann kam der ins Spiel? A-Jugend oder Mein was? Berater, ich hatte eigentlich ziemlich spät einen Berater. Mein erster, also ich habe immer noch denselben Berater. Das ist schon mal gut. Und das war im ersten Jahr U19. Das heißt, ich war damals vielleicht 18. 16, 17. Ja. Nee, jünger, 16, 17 war Okay. ich. Und ja, da hat er mich das erste Mal gesehen, so auch durch Kollegen aus der Mannschaft und so. Und seitdem sind wir ein Team, ja. Den hast du bis heute, Und das ist geil auf jeden Fall. ja. Und ja, bei 60 war es dann so, also 6, 7 Spiele oben gespielt, so, auch hier Relegation und so, gegen Regensburg verloren dann. Und dann ich war in dem ersten Relegationsspiel, habe ich eine rote Karte bekommen und konnte ich das zweite nicht spielen. Habe dann zugeguckt, in Allianz Arena 60.000, zweite Liga und so, Relegation und so. Ich dachte, wir machen das nicht. So, erst Spiel 1-1 in Regensburg, die waren zwar besser, aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Heimvorteil. Und ja, und dann haben wir da 2-0 verloren. Und mein Berater hat mir gesagt, in der 89. Minute, als wir abgestiegen sind, so in der 89. Minute hat Salzburg schon angerufen. Die haben gesagt, wir wollen den unbedingt und so. Red Bull Salzburg. Ja, Wie alt genau. warst du da? 20, 21 oder was? Nee, jünger, jünger. Ich war 18, 19, 19, ja. 18, 19. Warte mal, du bist. Ach stimmt, du warst. Das ist alles innerhalb von einer Saison passiert, ne? Ja. Zweite, also hoch in die Profis, zweite, dann am Ende der Saison in die erste und dann hat Rap. Okay, okay, die haben natürlich auch Monster-Scouting, ne? Die holen ja Leute, die hatten noch keinen Schwanz von gehört, die sind jung und irgendwann werden die Ja. krass, ne? Brutal, ja. Unnormal. Das Und sind was da, hast also du. da Ja? beste Station für Jugendspieler, also für junge Spieler. Das ist so ein Ausbildungsverein, das ist krank. Aber ist das, war das. Haben die da schon, weil ich habe Salzburg erst auf dem Schirm gehabt, als sie wirklich in der Champions League mit diesem krassen Fußball dafür Wirbel gesorgt haben. War das ein Jahr später, als du da warst, oder war das zu dem Zeitpunkt auch schon so, dass die in Österreich alles zerfetzt haben und auch schon Champions League gespielt haben und da auch gut gemacht haben? Also, als ich gekommen bin, ich war da 2,5 Jahre und erst im letzten Jahr, also in diesem halben Jahr, wo ich dann noch da war, da haben wir sie gespielt. Und da haben wir es Okay. auch das erste Mal qualifiziert. Aber davor waren wir, im ersten Jahr, als ich da war, waren wir auch schon unter Marco Rose auch, Ja, waren wir krass. richtig krass. Also wir haben Europa League Halbfinale gespielt, so, und wären fast ins Finale gegen Atletico Madrid eingezogen. Mit Und Salzburg, Alter. ja, wir hatten eine brutale Mannschaft so. Aber Das war sag mir krass. mal, weil ich habe die ja erst unter Jesse Marsch auf dem Schirm gehabt, Marco Rose, haben die eine Vereinsphilosophie, wie die spielen lassen, oder machen die Trainer das? Natürlich haben die ihre eigene Handschrift, oder haben die wirklich so eine Vorgabe nach dem Motto, bei uns im Verein ist die Formation und Gegenpressing, Pipapo, ich meine, du hast ja da gespielt, du musst das ja sagen können. Also in Salzburg, die Philosophie ist eigentlich, mutigen Angriffsfußball zu spielen so. Ja, Und ja, geil. Action, so viel laufen, viel kämpfen, Pressing und so. Ja. Den Gegner
Wir haben Gegner überrollt. So. Also wir haben in der Europa League gegen Mannschaften gespielt, die waren qualitativ zwei, dreimal so gut wie wir. Die hatten gar keine Chance. So. Wir haben die kaputt gemacht. Wir haben gegen Aber Lazio. weil ihr einfach, Weil weil ihr bessere wir Konditionen habt, ihr einfach wart, so, warum? wir haben einfach, waren so eklige Giftzwerge. Wir waren in jedem Zweikampf da. So. Wir hatten Spieler, so, die konnten laufen, die konnten sprinten Ja. und haben aber nebenbei noch geilen Fußball gespielt. So. Also mit Ball. Gegen Ja. Ball war. Es ist unangenehm gegen uns zu spielen, weil du nie deine Ruhe hattest. Du konntest gar nicht Krass. normal einen Spielaufbau führen. So. Also keine Ahnung, mal auch eine Pause nehmen, so keine Ahnung, Ja. mal von links nach rechts zu verlagern. Das gab es gar nicht. Also wir haben alles gepresst Und und da. wie ist das in so einem System als Innenverteidiger? Steuerst du dann? Ist das alles Automatismen? Schiebst du mit raus? Hältst du hinten die Linie? Wie ist das? Weil man achtet ja nicht auf die Innenverteidiger, wenn man so eine Mannschaft sieht, die halt so ein Pressing spielt. Dann, also ich wüsste jetzt gar nicht, steht ihr auf Höhe der Mittellinie oder was macht ihr eigentlich? Das ist Innenverteidiger, bei mir war alles automatisch so. Also auch, ich habe bis zu Wolfsburg nur instinktiv gespielt. So. Also ich habe in Wolfsburg, glaube ich, das erste Mal bei so einem Meeting, so bei einer Ansprache vom Trainer, so taktisch zugehört. So. Weißt Dein du? Und Ernst das oder war was? als junger Kerl, so keine Ahnung, so, du hörst ein bisschen zu, 5 Minuten danach guckst du mit deinen Kollegen, schubst ihn so an, so der Trainer hat sich Krass, versprochen, Alter. du lachst halt so und so ein Ich kann mir Zeug. genau vorstellen, wieder, warum du aus der Schule geflogen bist, Alter. Ja. Und aber Krass. um zurück auf die Frage zu kommen, so als Innenverteidiger in Salzburg oder in so einer Philosophie, steht man hoch, so extrem, fast auf der Mittellinie, Ja. so und da musst du als Verteidiger schnell sein und musst zweikampfstark sein, weil alles, was über dich kommt, so lange Ja, Bälle und so, muss halt ab. ja. So, und das ist auf jeden Fall mutig so, aber wenn du halt so viele junge Spieler hast und so in Österreich, kannst du dir erlauben, du bist da so dominant, so. Da Ja. kann schon nichts schief gehen, so, du wirst da trotzdem Meister. Und du hast halt immer, europäisch kannst du dich halt immer beweisen, so Europa League, Champions League und so. Und das ist halt geil Ja. für junge Spieler. Ihr habt da wirklich Welle gemacht, Alter. Was ich immer, was ich, Also. was, was mich immer beeindruckt ist, weil das halt bei uns damals einfach, das gab es halt noch nicht, dieses wirklich dieses übertriebene Pressing, dass du halt drauf gehst und wenn einer überspielt ist, der Innenverteidiger muss dann antizipieren und sprintet volles Tempo entgegengesetzt, also Ja. mehr Risiko geht nicht. Da denke ich mir immer so, was für eine Konzentration muss das sein? Du musst ja immer auf den Zehenspitzen sein. Okay, jetzt muss ich volle Pulle nach vorne. Das ist doch, Alter, das musst du auch Und von Anfang. du siehst halt dann auch doof aus, ne, wenn du einfach so ausgespielt bist, weil Übelst, ja klar. es kommen dann auch Mannschaften, die so eine Qualität haben, so die dich mit einem Kontakt ausspielen. Du gehst Ja. raus, du mit gespieltem Ball gehst du quasi raus. Und wenn der aber sich gut orientiert, so kann er den Ball auch mal durch die Beine lassen, ist an dir vorbei oder spielt mit einem Kontakt Doppelpass, Ja. so du kannst Du gar musst ja nichts machen, so einen so, weil Fokus du, haben. ja, du bist darauf angewiesen, dass der Spieler einen Kontakt nimmt, so, und dass der vielleicht ein bisschen unsauber ist, dass du ihn stören kannst, dass du den Ball dann. Ja. Aber es ist schon sehr mutig so, aber man sieht auch schon, dass gegen sehr, sehr gute Mannschaften das auch schon in die Hose gehen kann, ne? Ja. Also wenn das nicht komplett eingespielt ist. Ja. Ich weiß noch, Bayern hatte mal so eine Phase, ich weiß nicht, ob es letzte Saison war oder davor. Da wusstest du eigentlich, der Gegner hat auf jeden Fall im Spiel mindestens 300-prozentige, weil die einfach so crazy vorne, vorne, vorne. Und dann haben die Leute, Mannschaften sich darauf eingestellt und wussten, okay, wenn wir einen vernünftigen Angriff spielen mit tak, 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 dann ist direkt einer durch. Dann ist der alleine in der Hälfte, er läuft alleine auf den Neuer zu. Das war Genau. letztes Jahr und vorletztes Jahr. So, und vorletztes Jahr, glaube ich, als sie dann diese Champions League gewonnen haben, war Ja. das noch ein Thema, glaube ich. Da war ja, die haben ja da, glaube ich, im Halbfinale gegen Lyon gespielt. Und Ja. Lyon kann im Halbfinale einfach, keine Ahnung, nach 10 Minuten oder 20 Minuten kann die 3-0 führen. So. Die haben ja Ja. drei große Chancen gehabt. Das So. weiß ich gar nicht, aber Allein es ist halt Torwart, so. Risiko, ne? Die Spieler haben übelstes Risiko Das gespielt. Ding ist halt, ja, das Ding ist halt, du brauchst halt so einen Spieler wie Upamecano zum Beispiel, Ja. den viele auch gar nicht mögen, sondern auch gar nicht bei Bayern sehen zum Beispiel. Ich halte von dem aber schon sehr, sehr viel, so, weil der diese Philosophie verinnerlicht hat, so, und der Ja. kann das spielen, so, der ist übertrieben schnell, der ist sehr zweikampfstark und der kann das ablaufen. Aber so ein, keine Ahnung, die haben damals mit Boateng gespielt, der war auch nicht mehr der Jüngste, die haben Ja. damals Süle so ein bisschen gespielt, glaube ich, und Hernandez so, und Ja. da kann einer weglaufen, so, das passiert schon. Okay, du brauchst Und dann hinten. steht er halt allein vom Tor, ne? Ja, da ist es auf jeden Fall ein cleverer Zug, dass der Nagelsmann direkt mitgenommen hat. Ne? Aber ist das echt so, dass ein paar Leute sagen, Upamecano zu Bayern ist nur wegen dem Trainer und Pipapo, ja? Ja, nicht nur, also nicht nur wegen dem Trainer so, aber es gibt viele, die sagen so, der ist noch nicht auf dem Level. Das aber bei Bayern ist halt Bayern, ne? Also Ja, das ist halt, ja.
so das Nonplusultra von also hier in Deutschland und auch in Europa und so. Ja. Und wenn du da spielst, musst du schon richtig was können, so. Und Ja. viele sagen dann halt immer bei ihm so, der ist so fehleranfällig und so. Ja, am Ball finde ich ihn auch nicht crazy, aber der macht doch eine gute Ja, aber Figur. ich verteidige den immer so. Ich find ihn richtig gut so. Und ja, ich finde, Bayern braucht so einen Spieler. Der ist schnell, der ist zweikampfstark, der räumt da hinten alles ab so. Ja. Und der spielt halt diesen Red Bull-Fußball. Der spielt ja nicht, der hat keine Passquote von 95%, aber der Ja. spielt ja auch mal einen Assist so, auf den Stürmer einfach so, weißt du? Wie Ja, das gestern stimmt. auch. Ja, haben wir Und eben noch das halt, gesehen, das ja. sehen viele Menschen, das sehen viele Leute nicht so. Der zieht manchmal auch an einem Spieler vorbei und spielt dann einen Ball und überspielt zwei, drei Linien so. Und das ist Ja. mehr als ein Spieler, der nur Sicherheitspässe und nur Alibi-Pässe spielt. Hinter zum Torwart oder rechts zu seinem nächsten Verteidiger, so weißt Ja. Hier schreibt gerade einer im Chat, Upamecano wurde lange vor Nagelsmann verpflichtet. Okay. Sorry, dann habe ich das nicht auf dem Schirm gehabt. du? Ich dachte, der hätte den Keine direkt. Ahnung. Also, es war auf jeden Fall nicht aufgrund von Trainer so. Also, Ja. das nicht. Aber es gibt trotzdem Leute, die dann sagen: Nee, der ist zu fehleranfällig für Bayern und so. Finde ich nicht. Nee, finde Aber ich schlecht. wo du gerade sagst, der gefällt dir, was sind so jetzt, ab dem du Verteidiger, weil normalerweise, wenn du Zehner bist, offensiv, da bist du jetzt kein Fan von, keine Ahnung, was, Alter, Cannavaro oder irgendwie sowas, aber als du selber Verteidiger gespielt hast, dir dann auch die Sachen, die Leute, die Profis anguckst, die besten auf der Welt, auf deiner Position, wer waren dann so Leute, wo du dachtest, boah, Alter, wie kann man so geil verteidigen? Also früh schon klar, weil ich war Barca-Fan, habe ich schon immer Carles Puyol gefeiert. Der war krank. So, Ja. das war einfach so ein Krieger so auf dem Platz. Der war unnormal. Ja. Aber jetzt so wirklich als Innenverteidiger, als ich dann auch Profi geworden bin und so, vor der Verletzung mit Abstand der beste Innenverteidiger, Virgil van Dijk, krank. Also der hat einfach Ja. so, der hat einfach alles so. Der hat Körper, der ist schnell so, der hat eine geile Technik und so, der ist clever und so. Also brutal. Ich weiß jetzt nicht, wie er jetzt nach der Verletzung, keine Ahnung. Nicht mehr so dominant, aber immer noch stark. Wie er dann zurückkommt, weiß ich nicht. Ich war nie Fan von Sergio Ramos, muss ich sagen. So, aber ansonsten, ich finde jetzt Rüdiger richtig geil. Ja, Unnormal. der ist auf jeden Hätte Fall, ich nie erwartet. Ja, der ist brutal. ein Vollpsycho Der und ist der hat krass. jetzt aber auch gelernt, das so für seine Verhältnisse vernünftig zu drosseln, dass der jetzt nicht mehr immer rot gefährdet ist quasi und auch mal irgendwie für so ein Gegentor gut ist, aber der ist wirklich, der hat einen unfassbaren Sprung gemacht unter Tuchel, ne? Ja, der lenkt das in die richtigen Bahnen jetzt und der hat, wie krank das ist, ne? Der hat bei Lampard gar keine Rolle gespielt. So. Und ich habe Ja. letztens in der Mannschaft auch mit Kovac drüber geredet, der spielt ja auch bei Chelsea. Und da habe ich ihn gefragt, erzähl mal so, wie ist der so und wie tickt der so und so ein Zeug, wie hat der so einen riesen Sprung gemacht? Und ich weiß, die sind richtig eng, die sind beste Freunde in der Mannschaft. Und er meinte, Kovacic und Rüdiger? ja, genau, weil Nein. Kovac ist auch irgendwie in Österreich aufgewachsen, der spricht Deutsch und so und die sind Okay, krass, auf das wusste. Der Reden spricht und so. Deutsch. Krass, Alter. Ja. Und Oder? Genau, wir waren bei Rüdiger. Rüdiger, stimmt, Rüdiger. Ja, also auf jeden Fall er, Van Dijk. Ich fand Koulibaly auch geil von Napoli. Ach, auch eine Maschine. Ja, brutal. Ja, aber es gibt viele. So, jetzt ist ja dieser Ruben Dias von City. Es hat unnormalen Hype so. Stimmt, Der ist auch noch jung. ja, der wird so ein bisschen so gehypt wie Van Dijk, als der neu kam. Geht auch immer ein bisschen Ja. schnell, aber ich finde den auch maximal stabil, ey. Ja, ich finde den auch richtig gut. Aber ich fand Van Dijk, ehrlich gesagt, ich glaube, es hat noch nie ein Innenverteidiger so eine Saison gespielt wie Van Dijk. Ich Das ist ein würde es Samurai. auch sagen, aber ich habe halt auch Cannavaro und Nesta gesehen und das ist halt so, das war. Aber bei Van Dijk war so krass, war natürlich auch Hype, aber Hype zu Recht, aber bei dem war so, seit wann hat ein Innenverteidiger einfach so einen Einfluss auf das ganze Spiel, so seine Aura hat das ganze Spielfeld irgendwie abgedeckt. Das war Ja, krass halt auch. krank, ja. Ja. Und das Krasse ist, ich hab ihn ja live gesehen, wir haben ja zweimal gegen ihn gespielt in der Gruppe. Und ich sehe den live und ich sehe, keine Ahnung, ich habe irgendwie im Internet nachverfolgt, so der wiegt irgendwie so viel wie ich ungefähr. So, und ich sehe den live, weißt du, was für ein Schrank das ist? Neben Ja. dem Lovren sah neben dem aus wie, keine Ahnung, wie ein Zahnstocher. Krass. Das ist ein Unnormal, so, der hat Samurai. Waden, Beine und so, richtig stabil, ist aber auch Ja. schnell. Fußball spielen Kann kann er auch. Fußball spielen, ja. Torgefährlich auch so. Was ich beim Van Dijk so krass finde, ist, dass der auch, also bewusst, dass der extra so, der spielt diese Ruhekarte. Die spielt der krass. Der geht auf niemanden hektisch drauf. Der versucht immer die maximale Ruhe auszustrahlen. Auch wie der stellt auch ganz besonders. Das ist mir aufgefallen, wie der die Gegner stellt. Der stellt die immer super schräg.
und bietet immer eine Seite an, weil er ganz genau weiß, wenn er da hingeht, der ist schon schnell genug, um den auch abzulaufen. Ja, ich habe mir das von ihm abgeguckt, ehrlich gesagt. Die, das So, Stellen, oder was? Wie der stellt? ja, das funktioniert einfach, weil es gibt so Spieler zum Beispiel, jetzt angenommen wie Robben war ja ganz bekannt dafür. Immer derselbe Move, immer rein, aber er kommt immer vorbei. Ja. So, und dann stellen sich ganz viele die Frage, wie geht das? Sind die Verteidiger dumm und so? Nein. Nee, die sind nicht dumm, sondern das Ding ist, so wenn du den Außen zu weit aufmachst, ist der trotzdem schnell genug, um außen vorbeizuziehen. Da Ja. macht er halt außen vorbei. Ja. Aber du musst ja irgendeine Position haben und dann zieht er halt meistens nach innen, weil es sein besserer Fuß ist und da einfach gut ist, immer zum Abschluss kommt. Und Ja. das habe ich ihm angeguckt, weil ich auch eine gewisse Schnelligkeit habe und ich mache dann innen so oder in den starken Fuß so viel wie möglich zu. So, also Ja. so extrem fast schon. Und warte nur darauf, bis er ihn sich vorlegt und dann kannst du halt mit dem Körper rein. Ja. Nee, Das. das habe ich mir auch, das ist mir auch selbst als Offensiver aufgefallen, wie der also so, also das ist halt super auffällig, wie der halt stellt. Genau, einer hat gerade noch im Chat geschrieben, ob ihr nochmal kurz, genau, weil du hast gesagt, was der Kovacic über den Rüdiger erzählt hat. Das ist ein Samurai. Da waren wir, glaube ich, noch stehen geblieben. Oh, Ja. ganz kurz, kurze Das ist Pause. ein Hier hat jemand Samurai. 5 Subs verschenkt, der gute Baumloll Das ist ein 900. Samurai. Mein Lieber, dank dir vielmals für 5 Subs. Die Demut des Das ist ein Grauens geht Samurai. raus. Das ist ein So, muss ich mal Samurai. ganz kurz hier. Patsch. Hast du eigentlich schon mal einen Livestream hier gesehen oder hast du es auf YouTube angeguckt, wie die Livestreams so aussehen? Die Ja, Fußballstreams? auf jeden Fall. Ja? Ja. Ich habe Okay, mir das gut. von Milli angeguckt, von Maximilian Philipp. Ah, okay. Also ist jetzt nicht für dich so fremd, dass ich mich so bedanken muss, wenn jemand hier. Nein, kenne ich, Okay. ja. Okay, cool. Ja. Weil wenn ich hier, ich habe hier ja Olaf Thon, Holger Fach, Peter Neururer, anderes Alter, da war das schon wirklich schwer, wenn hier einer irgendwie Subs geschenkt hat oder eine Spende reinkam, Ja. denen das irgendwie Ja. hinzubekommen. Aber ja, mein Lieber, ey, Baumleut, mein Lieber, danke dir vielmals für den Support, ne? Küsse gehen raus. Genau, Kovacic, du warst mit Kovacic, da müssen wir auch noch drauf zu sprechen kommen, eigentlich. Ey, du bist ja jetzt einfach eiskalt kroatischer aktueller Nationalspieler, ne? Da hast du auch Ja. ganz kranke Leute, mit denen du da spielst, ne? Ja. Ja, ist brutal. Also ich bin jetzt das zweite Mal dabei gewesen, das letzte Mal. Und jetzt wurde ich ja heute, wie du gesehen hast, das dritte Mal eingeladen. Ja. Letztes Mal war auch geil so, aber es ist halt immer schade, wenn man nicht spielt. Ne? Das ist halt, man kann das dann auch schon irgendwie einordnen. Okay, das sind halt einfach Weltklasse-Spieler so. Und die haben da auch schon ihren Status und so, alles schön und gut so, aber trotzdem ärgert man sich. So, es ist einfach so. Ja, aber also ich würde es, glaube ich, wenn ich mich da reindenke, klar bin ich competitive so, aber ich würde mir denken, vielleicht will ich noch, ich will erst mal gucken, wie das hier so läuft und nicht direkt kaltes Wasser. So, wie ist das, wie sind die im Ja. Training, wie spielen die so und das Ja. erstmal so ein bisschen anfühlen so. Aber wie haben die dich, ich meine, ich kenne auch viele Kroaten, der Hrvatska, die sind familiäre Leute, freundliche Leute. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie sagen, hey, Martin, schön, dass du da bist und so. Wie geht's dir? Ich kann mir schon vorstellen, dass sie sehr, sehr welcoming waren, oder? Ja, auf jeden Fall alle, aber so keiner ist irgendwie abgehoben oder so. Alle sind cool drauf und alle sind locker drauf einfach. Und die nehmen die super, super gut auf in die Mannschaft und natürlich Riesenkicker auch ne, dabei. Also brutal. So keiner Modric, Kovacic, Brozovic auch, Perisic und so. Das ist Ja. schon. Vom Bretter dabei, ja. Und wie, weil du hast ja vorhin jetzt, also Modric im Nationalmannschaftstraining ist der, also der wirkt halt, der ist halt, glaube ich, einfach der ballsicherste, ne? Er hat eine Todesübersicht und einen ganz feinen Fuß, Ja. ne? Der ist ja Ja. nicht, unbedingt mehr der Allerschnellste, der so Leuten weglaufen kann, ne? Nee, gar nicht. Ja. Aber trotzdem wahrscheinlich auch geil, obwohl du hast ja, Mann, du hast ja selber. Mittlerweile ist das ja gar nicht mehr so. Weil früher war es ja so, boah, du hast mit jemandem von Real Madrid in der Nationalmannschaft gespielt. Aber mittlerweile, ich meine, spielst mit dem Haaland zusammen, mit Bellingham zusammen, du spielst gegen die Bayern, hast Champions League schon die ganz Großen gesehen. So crazy ist jetzt Ja. auch nicht mehr. Ich glaube, das Krankeste wäre jetzt echt noch, wenn ihr irgendwie gegen Paris spielt. Ne? Weil da hast du direkt Neymar, Mbappé unten. Ey, das. Boah, das ist ja krank, Stell ey. dir das mal vor, Alter. Boah, das ist ja unnormal. Du hast die Das ist alle krank. auf einen Haufen, ey. Ach Ich du überlege mir Scheiße. das, ich überleg mir dann immer so, boah, wen würde ich denn am liebsten decken wollen, so von den Ja. dreien? Und ich kann dir nicht sagen, wen, ne? Ich Also, glaube boah, Neymar. keine Ich Ahnung. glaube Neymar wäre für dich am geilsten. Ich Boah, aber glaube, ich. Neymar ist halt auch, weißt du, wie Neymar ist? Neymar ist halt so, der will dich halt verarschen. Ja, Und der will das sich Ding ist alt aussehen so, lassen. Aber das ist ja bei dir genau ja. richtig, Alter. Ich glaube,
Der hat aber keinen Bock auf Zweikämpfe. Und wenn du, es gibt Verteidiger, die können den fressen. So. Weil der hat halt keinen Bock auf Körperkontakt. So, ich glaube, Messi, da wäre die Ehrfurcht zu krass und den kannst du halt auch nicht, auf, den kannst du auch nicht auf den Fuß treten, Alter. Das ist ja. Ja, geht nicht, ja. So. Aber ich glaube, und ich glaube, Mbappé ist, sei mich böse, aber der ist einfach zu schnell, Alter. Die Bewegungen, die der macht, die gehen nicht klar, Alter. Der ist krank. Vor allem, der hat ja auch Technik, ne? Also der macht ja auch Haken und so. Übel, der Haken, Übersteiger mit seinen langen Beinen, kann links, rechts vorbei, der ist so unberechenbar. Aber was krass ist, ich glaube, also bevor Messi da war, hat man ja schon gesagt, boah, wenn jetzt noch Messi kommt, crazy, boah, jetzt haben die, wie soll das gehen? Aber jetzt, man sieht ja, wie die spielen und die kriegen ja auf den Sack, die verlieren auch und die sind vorne nicht eingespielt, die sind nicht krass vorne zusammen. Das ist halt das Heftige, wenn man das sieht. So, die sind natürlich die krasse Einzelspieler, aber ich weiß nicht, ob die das bis nächstes Jahr März, April hinbekommen, wenn es jetzt in die krasse Phase geht, ob die dann zusammen funktionieren. Man weiß es nicht, ne? Ich sag, das ist irgendwie so ein bisschen so wie ein All-Star-Team, so in der NBA, so, weißt du? Das sind einfach die besten Spieler auf der Welt, die wurden, vor allem, das sind ja so Namen, so wie Sergio Ramos, Donnarumma jetzt EM, ja, so. Ja. Jetzt irgendwie, keine Ahnung, als einer der besten Torhüter der Welt gerankt und so. Safe. Dann Verratti und so, Marquinhos, so kranke Spieler. Di Maria sitzt einfach auf der Bank. Ja, so, weißt du? Di Maria ist safe Bank einfach, ja. Und, aber trotzdem sagt das aber nichts darüber aus, so, ob man als Mannschaft gut funktioniert. So. Und das hat man bei Paris letztes Jahr auch gesehen. So, ich finde, im Halbfinale gegen City da. Die sind auseinandergefallen, Alter. Ja, aber die nehmen die erstmal auseinander so. Ja. So in der ersten Halbzeit, City sieht gar kein Land, so, obwohl City für mich da aktuell so die beste Mannschaft war. Mhm. Und dann, keine Ahnung, bekommen die irgendwie ein dummes Gegentor, auf einmal kriegen da fast drei Leute eine rote Karte. So. Die haben sich halt nicht unter Kontrolle. Volle Kanne. Ja, ist halt keine Einheit. Ja. Paredes, Herrera und so, diese kaputten Latinos, so, die drehen durch. So. Die haben sich nicht unter Kontrolle. So. Ja. Und das halt, ja, mal gucken. Das war echt krass zu sehen, wie auf die, also für mich ist so Champions League Halbfinale, Viertelfinale, wenn da wirklich geile Mannschaften gegeneinander spielen und es geht um was, das sind für mich die geilsten Spiele, die es gibt. Auch für mich noch geiler als WM, EM, weil die halt ein ganzes Jahr miteinander spielen und die sind taktisch eingeschossen und dann, wenn die sich auf dem Level begegnen, dann ist auch ein 0-0 teilweise ein unfassbar geiles Spiel, weil du einfach siehst, wo schieben die, wo stellen die zu, wie verschieben die, Das ist einfach geil, sowas. Ich finde auch, das sind die besten Spiele. Obwohl ich immer sage, so keine WM-Titel wiegt mehr als ein Champions League-Titel, finde ich. Safe. Ja, aber Champions League ist nochmal ein anderes Niveau. So. Ja. Ich finde, so jede Champions League-Mannschaft würde jede Top-Champions League-Mannschaft, so keine Finale, Finalist oder Halbfinalist, würde jede Weltmeistermannschaft nehmen. Glaube ich auch. Bis auf die fiesen Franzosen, Alter, weil die spielen so ein, die haben mich auch bei der EM so aufgeregt, Alter. Die spielen so ein Ekelsfußball, obwohl die so geil sind. Ja, so ein bisschen wie Atletico. Die haben eigentlich die Spieler, um attraktiver oder geiler zu spielen, aber die machen es einfach nicht, Alter. Die gehen voll aufs Ergebnis. Ja. Italien fand ich krass. Italien fand ich sehr, sehr gut. Voll die Überraschung, weil sonst sind die eigentlich auch so eine Truppe. Die haben auch super viele krasse Spieler gehabt und die haben immer so auf Ergebnis gespielt. Aber diesmal haben die einfach Tore geschossen. Die haben einfach Bock gehabt zu spielen. Die waren richtig gut, ja. Belgien, England, also es gab schon echt gute Mannschaften. Ja. Jetzt sag doch mal, weil voll viele Leute haben im Chat jetzt schon geschrieben und wenn das auf YouTube rauskommt, werde ich sonst gelünscht. Du hast vorher gegen und jetzt mit Erling Haaland gespielt. Und der ist ja, der muss ja kommen, gehypt wie sonst was. Und ich habe sowas, ich weiß nicht, ob ich sowas schon mal gesehen habe, den Bewegungsablauf, die Art von Stürmer und dieses, Mann, von einem 16er zum nächsten Sprinten für einen Konter und den dann reinwichsen, diese Urgewalt und aber diese Schnelligkeit dazu und diese Galligkeit so. Erzähl mal erstmal, wie es war, als du mit Wolfsburg auf den getroffen bist. Also, okay, fange ich so an. Also Wolfsburg gegen ihn so. Ich hatte, ich habe mich richtig auf das Duell gefreut. Unglaublich. Ja, Gradmesser, ist auch ein Gradmesser, ne? Ja, ich freue mich. Also ich habe immer viel mehr Bock auf Spiele so gegen gute Mannschaften als gegen schlechte. Es gibt ganz viele Spieler, die freuen sich dann eher auf die schlechteren. Voll. Dann gut so wäre ich aber auch, ja. Ja, ich bin so, ich freue mich auf die dicken Dinger so in der Bundesliga gegen Leverkusen, Gladbach. Also dann, damals noch Dortmund und so, Bayern und so. Und Haaland war damals, als er dann frisch zu Dortmund gewechselt ist, noch körperlich noch nicht so stark und nicht so stabil wie jetzt. Jetzt ist er krank. Also jetzt ist er unglaublich stark. Ja. So, und damals
ich kannte ihn ja aus Salzburg schon, ja. So, und ich wusste, ich kannte seine Laufwege, ich kannte seine Stärken und so, und ich wusste, ich spiele so, und ich wusste auch schon, wie ich ihn verteidigen werde, so. Das Ja. heißt, jedes Mal, wenn er versucht, den Ball zu bekommen, so, bin ich vor ihm da, so. Ich bin Muss, richtig muss. ekelhaft, so. Ich muss auch richtig aggressiv spielen, so, und muss richtig in die Zweikämpfe rein, so. Und jedes Mal, wenn er einen tiefen Lauf wegmacht, muss ich den schon, so, keine Ahnung, eine Sekunde vorher schon laufen, so. Damit ich Okay. ihm diesen Laufweg zumache, so, Ja. und dann hatte ich, keine Ahnung, noch ein, zwei Wege von ihm, die er immer in der Box macht, so wenn er ist, im 16er. Die hatte ich Krass, auch im Alter. Kopf. Und dann, ich habe den zweimal, boah, ich habe den zweimal ordentlich vernascht, ne? Also, wir haben da zwar zweimal gegen die verloren, so, Ja. zwei jeweils, aber der hat in beiden Spielen nicht getroffen. Ja. Und das ist für ihn ja schon ein Wunder, ne? Ja, Und voll. Netzt ja er immer. ist im zweiten Spiel auch, keine Ahnung, nach der 70. oder so ist er reingegangen. Wir wollten eigentlich Trikot tauschen, weil wir in Salzburg schon gut waren, so. War da auf einmal Frust auf mich und so, meinte er so, ey, und so, wie gehst du rein in Zweikämpfe? Ich so, Bro, sei mir nicht böse, so, aber ich muss so gegen dich spielen, so, weil sonst läufst du mir weg, so, ist ja Ja. normal. Und ja, aber alles gut, so. Aber jetzt hat er nochmal einen Krankensprung gemacht. Also jetzt Ja. ist der wirklich so, er arbeitet zwar nicht mehr so viel, so, also er, so im Spiel für die Mannschaft, so, aber Digga, er ist Ballern, so, weißt du, ich meine, so, also Ja. er kann sich das erlauben Aber jetzt. hat das was mit, wie soll ich sagen, mit Akkudosierung zu tun, nach dem Motto, nicht mehr so viel diese Wege machen, sondern eher die Power haben für die Offensivaktionen dann? Oder nach dem Motto, ich habe jetzt schon gezeigt, dass ich der krasseste Stürmer momentan bin, ich bin mir jetzt zu fein für die Wege, weil das glaube ich, so schätze ich ihn gar nicht ein. Der ist nicht so, aber natürlich wird er jetzt, keine Ahnung. Nee, ich würde eher das Erste sagen. So, also er dosiert dann so und er weiß dann, okay, wann brauche ich meine Power, wann brauche ich meine Dynamik, in Ja. welchen Momenten. Und ja, aber er ist sich eigentlich nicht zu schade für den Weg, aber ich kann nur sagen, er macht ein bisschen weniger als in Salzburg. So. Ja. Und aber er ist halt effizienter noch geworden. So. Und er macht halt einfach, also er macht fast jede Chance rein. So. Das ist Ja. krank. Und ich finde bei ihm auch geil. Er ist der erste Stürmer und ich hab mir das immer gedacht als Innenverteidiger, so wenn die 1 gegen 1 auf Torhüter gehen, warum Ja. schießen die nicht hoch? So, weil Ja. wenn du das mal drauf hast, ist Ah, jedes okay. Ding drin, so, weißt du? Jedes Ding ist drin, weil jeder verteidigt ja unten irgendwie so mit seinen Ja. Händen. Und das kann er auch. Ich finde, Abschluss ist krank. Der ist halt wirklich so eine Urgewalt, so. Ja. Ich Und, finde auch die Art und Weise, wie der sich bewegt, vor allen Dingen auch, wo du gerade meinst, ich muss eher am Ball sein, dachte ich mir auch so, okay, bei manchen Stürmern funktioniert das vielleicht, aber der macht die Bälle auch krank fest, weil der ist ja wirklich auch, der Ja, ist ja ein mittlerweile, Monster. ja. Mittlerweile, ja. Er hat Ja. dazugelernt, ja. Spielt ihr im Training gegeneinander oder ist es bei euch so AF, B11 und da spielt ihr eher miteinander oder spielst du im Training auch oft gegen den? Ja, kommt drauf an. Also, wir spielen eigentlich viel hier bei Dortmund, also unter Marco Rose, aber wir hatten wenig Trainingseinheiten irgendwie tatsächlich, so, weil wir halt oft regenerieren. So ganz zeitig, man kommt nicht so zu richtigen Trainingseinheiten. Vor allem, er hat dann ständig gespielt. Ich saß dann halt auch oft öfter auf der Bank, so keine Ahnung, Akanji und Hummels haben gespielt und dann haben wir gar nicht miteinander trainiert fast so. Er hat Okay. dann Regeneration, macht dann so Teile vom Training und dann sind die raus und wir trainieren dann noch so Abschlussspiele. Dann ist er nicht dabei. Dann war er auch mal eine Zeit angeschlagen. Also tatsächlich haben wir in Dortmund jetzt noch nicht so richtig gegeneinander trainiert so. Crazy, kann man sich gar nicht vorstellen. Bundesliga, denkst du ja auch Ja. so, Vorbereitung ist jetzt schon 3 Monate drin irgendwie. Obwohl, du bist ja später Ja, gekommen, ne? aber ich bin ja erst ich bin ja, boah, am letzten Tag gekommen. Aber wie war 31.8. das? Wie war das? Boah, das war krass. Ich war in Wolfsburg abgeschrieben so. Und so, die hatten gar keinen Bock mehr auf mich. So. Und ich darf jetzt auch nicht zu viel draufhauen, so, weil ich ja immer noch Spieler von denen bin. Ne? Ah, du Aber bist ausgeliehen? ja, ich bin ein Jahr ausgeliehen, Ah, okay, das muss. aber Oh. mit Kaufoption. Also die haben eine Kaufoption. Und Ah, die krass. ist. Also nach der Ja, Saison. die können die ziehen. Ja, genau, die können die ziehen. So. Und die ist nicht allzu hoch. So. Also wenn ich das einigermaßen gut mache, so, gehe ich mal Okay. davon, hoffe ich mal, dass die das machen werden. Krass. Und also dort abgeschrieben, so. Neuen Innenverteidiger geholt, so und letztes Jahr auch nicht so viel gespielt, auch ein bisschen Verletzungen, Corona, dies, das. Und ich wusste, ich will weg, so safe, so. Und die haben dann auch angefangen, Faxen zu machen, so dies, das. Und da habe ich gemerkt, okay, die wollen auch, dass ich von mir ausgehe, so dass ich einfach Platz mache für So andere kleine Innenverteidiger. Stiche, so kleine Stiche, so Kleinigkeiten, so Sticheleien, wo du Ja, merkst. so eklig, so bei 11 gegen 11 trainiere ich auf einmal nicht mit, so ich krieg Kollaps, so ich will ausrasten, ich will zum Van Bommel gehen, so will mir den am liebsten packen, Ja. so.
So, was willst du machen? Du bist dann der größte Idiot, so, weil dann hat Ja, dann Wind, so, kannst du weißt nicht du? machen. Die sind, die Da haben. musst du dich halt hinsetzen und mit dem reden wie ein Politiker. So. Und das ist halt schwierig immer. Und dann habe ich gesehen, okay, ich muss hier weg so und habe halt auf Optionen gewartet. Und Corona hat diesen Markt schon echt also, gut auseinandergenommen. So. Es gab wenig Optionen. So. Die Ja. Vereine hatten Geld. So. Und natürlich gehe ich jetzt nicht irgendwo auf Leih und spiele, keine Ahnung, für so und so viel Geld weniger. So. Also Ja. ich mache das schon, um Spielpraxis zu bekommen, so, ja, aber ich kann nicht auf Riesensummen so verzichten. Das geht nicht. Korrekt, korrekt, ja. Aber macht keinen Sinn. Und ja, dann habe ich scheiß Optionen gehabt, so, also richtig dumme Angebote, so, die keinen Sinn machen, so, wo ich selber schon gesagt habe, ich war hier richtig frustriert in Wolfsburg, aber dachte mir so, ich kann das nicht machen, so, das ist zu, so, das entspricht nicht, also das entspricht nicht meinem Niveau so mehr, weißt du? Also ich Ja. kann jetzt nicht so gefühlt in die zweite Liga zurück, so, weißt du, obwohl ich Ja. hier schon auf erste Bundesliga mich bewiesen habe. Und dann am letzten Tag, so oder in den letzten 2 Tagen, bekomme ich einen Anruf von meinem Berater und der meint, ja, ich habe einen Kracher so. Und also ja, sag doch und so. Und ich bin schon So, du bist so. so cool mit dem, der macht so mit dir auf Bro-mäßig. Dicker, Ja, ich ja, hab einen ja, richtigen ja. Kracher für dich. Weil das Ding ist, davor hatte ich einen Verein und ich war da schon im Kopf. Ich bin da schon fast hingewechselt. So. Ich habe schon geguckt, wo man da überall rausgehen kann, so, wo es da gute Restaurants gibt und Okay, so. Anderlecht war. in Ja, Deutschland, Anderlecht. War Anderlecht. Anderlecht, okay. Ja. Und dann hat das aber irgendwie einen Tag später nicht mehr geklappt. Der hat irgendwie nicht mehr das Budget und so ein Zeug. Alles gut. So. Und dann, ich war richtig frustriert und Boah, ich wie so, knapp, Alter. ich will jetzt nicht hier ein halbes Jahr abkacken müssen. So. Und in den letzten 2 Tagen kommen auf einmal so 3, 4 Angebote rein. So richtig, also gute Angebote, aber Dortmund war natürlich Nummer eins. Und dann, Ja. und das ist ja schockierend, so wenn man überlegt, so ich bin in Wolfsburg, Ist das für ein bin ich Nervenkitzel? keine Option, so gar Ja. keine Option. Aber Dortmund holt mich so. Es macht ja keine eine Laie zu einem besseren Verein, so, Ja, nee, sondern nee, nee. Perspektiv. immer ja, und da haben die sich natürlich auch geschockt, ne, von Wolfsburg. Ja. So, aber ja, ich auch. So, mein Berater meinte dann, okay, es geht um Dortmund. Ich so, wie Dortmund? Kann nicht sein, Dortmund. Was für Dortmund? So, und dann meinte er so, doch, doch. Ich dachte so, vielleicht so ein bisschen Interesse, so, aber nicht konkret. Aber Ja. es war spät, ne? Also es gibt nur noch 2 Tage. Und dann hat mich der Trainer angerufen. Ich hatte ihn ja 2 Jahre in Salzburg. Meinte er so, hey, ich brauche einen Innenverteidiger, aber ich muss mich auf dich verlassen können. So, du darfst mir nicht zu spät kommen, so ein Zeug, weil wir hatten Ja. da so Schichten und so. Und meinte ich so, ja, hey, ich bin bereit, so, ich komme sofort. So, ne? Und die hatten da viele Verletzte so angeschaut. Hummels war nicht fit, Emre Can war nicht fit und so ein Zeug. Und dann meinte ich ja, okay, ich würde das gerne machen. Und dann haben die mich am nächsten Tag zum Medizincheck gebracht. So. Und Und wie ist das war. das denn? Wie kann man sich das denn vorstellen bei einer Ausleihe? Du hast dein festgeschriebenes Gehalt in Wolfsburg und das muss dann Dortmund genauso zahlen. Das kommt auch immer drauf an. Das waren so auch ein bisschen so die Spielchen von dem Verein. Ja. So. Die wollten mich dann loswerden, so, aber wollten es mir nicht direkt sagen. Weil wenn sie es mir direkt sagen, dann müssen die quasi in dieser Leihe auch einen Teil übernehmen von meinem Gehalt. So, weißt Ah, okay. du? Das ist häufig so, weil man wechselt ja dann häufig zu einem eher schlechteren Verein mit Genau. vermeintlich weniger Geld und so. Und dann teilen sich das Gehalt, so was man in Wolfsburg eigentlich hat. Ja. So, aber dadurch, dass ich jetzt zu Dortmund gewechselt bin, so hat sich das erledigt, so, dann hat das Dortmund übernommen, so. Okay. Und das war für die aber auch eine Voraussetzung, damit die sagen, so, okay, wir lassen ihn sofort ziehen. So, und das war halt geil dann, ne? So, Also ja. für Wolfsburg, natürlich klar, diese Scharmützel sind natürlich ekelhaft, aber für Wolfsburg ein super Move, ne? Die leihen dich aus, die zahlen dein, du bist von der Gehaltsliste runter, die sind dich los, wollten die ja eh. Dann, wenn du so weitermachst, zieht, oder wenn du irgendwann wirklich Stammspieler bist oder einfach nur so weitermachst wie jetzt mit der Kurve, dann zieht Dortmund die Option und Wolfsburg holt sogar noch ein paar Millionchen für dich raus. Nee, also die können ja nur das reinholen, so was sie damals gezahlt haben, so an Salzburg. Also die holen nicht mehr raus. Meine Kaufoption ist Was haben die denn an Salzburg gezahlt für dich? 9 Ah, okay. und 9 plus Bonus damals. Der Bonus ist aber nicht eingetreten. Und jetzt haben die eine Kaufoption von 9, also die würden gar keinen Plus Okay, machen. okay. So, und für die ist eigentlich auch auf der einen Seite, wie du schon richtig sagst, aber auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen scheiße, so, weil. Wenn ich jetzt hier durch die Decke gehe, sagen die auch alle in Wolfsburg, ey, was habt ihr hier gemacht? So, wen habt ihr hier ziehen Safe. lassen? So, und Ja. das freut mich extrem, so, Ja, weißt du? natürlich. Das ist So. ja, auf faire Art und Weise einfach nur durch Leistung ist jemandem heimzahlen, Ja. ist natürlich auch nice. Sorry. Ja, auf jeden Fall. Ja, krass, voll interessant auch gerade mit diesem, man kennt die Wege in der Box von Haaland und so. Ja, Bellingham, crazy.
Marco Reus, ihr habt schon echt eine böse Truppe, ne? Ja, Guerrero zum Beispiel ist auch unnormal. Fußballerisch der beste Spieler, glaube ich, in der Mannschaft. Ja? Guerrero, ja, krank. Also, reine Technik meinst du jetzt? Reine Technik und rein so, der löst dir alle, jede Situation so. Du Ja. kannst der drei Spieler um sich, der geht da irgendwie raus, geil. Ja. Und ja. Ich habe zum Beispiel muss zu meiner Schande gestehen, ich bin zwar Fußballfan, aber ich ziehe mir jetzt nicht alles komplett rein. Und weißt du, Ja. wer einfach voll an mir vorbeigesegelt ist? Wer? Der Kobel. Ja, okay, aber das verstehe ich auch, Ich weil habe den. Kobel ist, war ein sehr guter Torwart in Stuttgart. Ja. Und der hat es da richtig gut gemacht in der Saison. Und die haben es auch richtig gut gemacht als Mannschaft. Und die haben da unbedingt einen gebraucht. So. Und der ist jung, der hat Potenzial so. Aber ich dachte mir so, hey, habe ich gar keine Ahnung von der Bundesliga, weil ich habe den in Dortmund gesehen, dachte mir, wer ist bitte dieser krasse Torwart? Weil ich habe gesehen, was der da gemacht hat. Ich dachte mir so, Alter, mit was für einer Ruhe steht der da im Kasten, der hat so eine überragende Ausstrahlung, hält Weltklasse, kann Fußball spielen, also für mich ein absoluter Bombenkeeper. Und dann habe ich so geguckt, ja, kommt der aus Stuttgart, ist mir einfach nicht, also ich habe den gar nicht Ja. komplett nicht auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, der ist auch, ich meine, jeder Torwart hat ja einen Pfeil im Kopf, aber ich glaube, der ist auch ein guter Psycho, ne? Ja, schon, ja. Also der ist auf jeden Fall sehr selbstbewusst, so Ja, das strahlt ja aus und auch. der, ja, der hat Persönlichkeit, so und das brauchst du auch als Torwart, ne? So einfach ein Leader zu sein. Und das Gute war, er war in Stuttgart schon mit seinen jungen 23 Jahren war der ein Leader, weil die Mannschaft noch jünger war, so Ja. teilweise. Und dann hat er das übernommen. Und da, keine Ahnung, die Davi sitzt da auf der Bank, glaube ich, so. Gonzalo Castro war da auch, so, die ein bisschen älter sind, so. Die haben das auch, wenn du auf der Bank sitzt, kannst du das nicht so führen, nicht so leiten. Ne? Und dann hat er das übernommen, so. Und das sieht man jetzt. Der macht das auf jeden Fall richtig gut, richtig Also gut das war auch. wirklich, ich finde den kannst du von mir mal ganz herzlich grüßen. Den finde ich wirklich bärenstark. Ich weiß ja nicht, ob. Guck noch, bist du alleine mit deinen Battle Raps in der Mannschaft oder guckt noch irgendjemand in der Mannschaft? Boah. Kannst du irgendjemand eine Punchline zeigen? Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich habe mit niemandem darüber gesprochen, wen ich Das mir ist auch. vorstellen könnte. Eventuell so Ja. ist vielleicht so Emre Can, so sowas, Mo Daoud und so. Da könnte ich mir das vorstellen, vielleicht. Aber vielleicht auch Kobel, ehrlich. Aber muss ich ihn Ja. fragen. Ja, das ist auch sowas, damit geht man auch nicht hausieren, weil das ist so ein Ding, wenn du das jemand zeigst, kann auch gut sein, dass jemand sagt, was ziehst du dir denn da rein, Alter? Ja, das ist ja das. Deswegen habe ich nie. Ja. Deswegen fand ich krass. Ich habe mir das ja ein bisschen von Torunariga Hm. angeguckt. Und der meinte so, ja, wir haben feiern das in der Kabine so. Und Ja. das ist, also das wäre jetzt zum Beispiel in Wolfsburg niemals möglich gewesen, Ist so aber wenn auch die in Berlin, Wolfsburg ne? feiern. Ist aber auch Ja, Berlin, ist noch genau, was anderes. das ist der Unterschied, ja. Und viele Junge so und viele Kennex auch und so ein Zeug so und das ist halt dann ganz anders so. Dann Ja. spricht die Lockerraum auch über solche Dinge und dann kann man sich auch sowas mal angucken vom Spiel so, ne? Safe. Und die ticken halt hier, oder die haben in Wolfsburg anders getickt. So. Also wenn ich Ja. da irgendwie genau mit einem Cynic-Bett rumgelaufen wäre, hätten die gesagt, so, Alter, was bist du? Am besten Arnold. Arnold kann ich mir vorstellen. Würde ich auf Ja. jeden Fall angucken. Also, bist du von allen guten Geistern verlassen oder was? Geh weg mit dem Safe, Scheiß. ja. Guckst ja, so, ja, so, du guckst ja so Battles an, so, wo sich Leute einfach beleidigen, so, was bist Ja. du für. Aber ich habe, weißt du, wo ich. Aber ich komme nicht an den ran. Ich weiß aber, oder ich meine zu wissen von einem Kollegen, ich weiß zum Beispiel, dass Marvin, dass der Joel Matip, dass der mich kennt, dass der sich die Battles auch mal reingezogen hat, als er noch in Schalke war. Und jetzt ist er Okay. einfach Stammspieler bei Liverpool. Und Das ich ist denke mir krank. so, Ja. wie kann ich da irgendwie, wie kann ich da, aber das ist, wie willst du da rankommen? Das ist, ja, es ist ja nicht jeder, ich meine, du bist ja jetzt zum Beispiel, du bist bei Insta. Du hast ja gar keinen Bock auf Social Media, ne? Nee, null. Was? Gar nicht, nee. Überhaupt nicht, Alter. So ein paar, alle 8 Tage mal irgendwie so ein verwackeltes Bild und ein paar tausend. Du Ja. hast ja gar keinen Bock, diese Welle zu fahren. So. Und Ja, null, null. der Martip leider auch nicht, deswegen, das ist so. Aber ich schau mal, vielleicht kann ich da was für dich machen, so, weil Irgendwie. ich glaube, dass Minamino zurück zu Liverpool gegangen ist, oder nicht? Ja, der Ja, war ja auf ja. Leihe. Nur ich habe ja mit ihm gespielt, so, ich könnte ihm mal schreiben, Boah, der soll ja einfach nur mal irgendwie, keine Ahnung, auf Englisch ja. fragen. Ja, ja, Das wäre crazy auf jeden Fall. Ey, mein Lieber, wir haben hier die Zeit auf jeden Fall schon gut ausgereizt, aber ich kann hier meine Leute nicht sitzen lassen, ohne dass sie noch irgendwie so 5, 6 Fanfragen stellen. Geht das klar? natürlich, ja, kein Problem. Okay, Killer. Also, meine Lieben, wenn ihr noch eine geile Frage habt, schreibt die in den Chat. Dann stelle ich die dem Mari nochmal. Und dann, genau.
Morgen Jetzt Studio. kommen zu Fragen zu Haaland. So. Nee, das haben wir abgehakt auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall die erste Frage, die mir eigentlich immer gestellt wird in Bezug auf Dortmund. Der ist ja jetzt, so, ich habe ihn ja in Salzburg erlebt, der war ja in der, das erste halbe Jahr saß er auf der Bank, ne? Ja. Das ist ja, und dann auch unter Rose. Und dann ist der Jesse Marsch gekommen, der jetzt in Leipzig ist. Und dann ist er da durch die Decke gegangen. Und jetzt ist der einfach ein Weltstar, also Das so ist ein krass. richtiges. Der ist der gehypteste Fußballer mit Mbappé zur Zeit. Ja, aber der ist auch ein geiler Vogel. Ne, der Ja, ist, ja. ich meine, der sieht voll strange aus, so, aber der gibt einen Fick, der macht sich da seinen komischen Dutt, der macht da seine Grimassen und seinen geilen Jubel und so. Der ist ein Unikat. Man merkt halt, der ist einzigartig so, ne? Ja, auf jeden Fall. Der ist positiv verrückt, würde ich den beschreiben. So, Ja. der kommt auch nie in die Kabine und sagt dir, ey, was geht, so. Sondern der ist einfach aufgedreht, ne? Der ist einfach Der ist wie so ein so kleines Kind, hyper. ne? Ja, und der hat richtig Bock auf die Scheiße, so, Ja. weißt du? Wenn der ein Tor schießt, der freut sich wie ich in der F-Jugend, so. Und das ist halt geil, so, das feier ich. Das kommt auch voll rüber, ey. Also das kommt am Bildschirm auch rüber, wie Bock der hat. Ich hoffe ja so sehr, dass ihr das irgendwie schafft, den noch ein Jahr zu halten. Und damit steht natürlich und fällt natürlich auch mit der. Wäre natürlich geil, wenn das mit Bayern jetzt weiterhin so knapp bleibt oder wenn man in der Champions League ein bisschen mehr reißt als die Bayern, beziehungsweise sehr Ja. weit kommt. Wird Ja, natürlich ja. schwierig so, aber dann steigen natürlich auch die Chancen, den irgendwie zu halten, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber wird schwer, sag ich. Ja. Ja. So, wir sind direkt schon ein paar. Boah, wie viele Fragen hier reingesegelt sind. Ach du liebe Güte. Wer war oder ist der schnellste Spieler mit oder gegen den du jemals gespielt hast? Der schnellste. Ja. Also okay, Gegen dann sage ich oder eher mit? mit. Boah, es gibt also natürlich Erling Haaland, das ist krank schnell, unnormal so. Aber ich glaube, ich habe mal kurz mit Adeyemi gespielt. Ja. Adeyemi jetzt von Salzburg, der Ja. ist unglaublich schnell. Ich habe gehört, auch der sollte mal irgendwie, kann, der ist auch, der hat mal 37 km auf den Tacho gebracht. Das ist ja unnormal. So als Fußballer so 36 schon Ja. so Das ist so Weltspitze. Aubameyang-mäßig, ne? Schneller, glaube ich. Ja? Ja, schneller, glaube ich, ja. Der hat halt, bei Mian ist halt auch groß, ne? Der hat halt lange Schritte und so, aber der ist Ja. so exklusiv. Ich glaube, Adeyemi und auf jeden Fall Patson Daka von Leicester City. Der hat jetzt irgendwie in der Europa League 4 Buden gemacht. Den kenne ich ja, den kenne ich, Teuerster. den kenn ich ja gar nicht, Alter. Also aus Salzburg, glaube ich, teuerster Spieler so aller Zeiten. Sogar mehr als Haaland. Also Haaland hat ja eine Klausel von 20 und der ist für 30 Millionen zu Leicester City gewechselt. Hat jetzt auch 4 Buden gemacht in der Europa League. Der ist auch Vier. unglaublich schnell gewesen. 4 Tore, die haben 4-3 gewonnen, hat 4 Tore geschossen. Patson Daka, auch unglaublich schnell. Okay, den muss ich gleich mal bei YouTube Die eingeben. beiden. Ja, die beiden auch. Lass mich mal kurz gucken. Hier fragt jemand, wie nimmst du Moukoko wahr? Boah, gute Frage. Ist der, ist der, ist der so ein, ist der so ein. Ich schätze den schon so ein bisschen als jemand ein. Klar, der ist auch noch jung, aber dass er so jemand ist, der sich viel Kopf macht, ne? Wahrscheinlich, und dass er vielleicht sich ein bisschen zu viel Gedanken macht oder sich zu selber ein bisschen zu viel Druck macht, als Vollleihe, der den gar nicht kennt. Nur was ich so im Fernsehen sehe, was man so an Mimik und Gestik reininterpretiert, kann natürlich auch falsch sein, aber das ist irgendwie, oder ist der locker, macht er sich eher keine Gedanken, was ist das für einer? Boah, der wohnt hier 2 Häuser weiter und Ah, der ist, krass! ich bin, ja, ich bin ganz gut mit ihm und habe auch oft mit ihm gesprochen, habe ihn noch ein paar Mal nach Hause gefahren und so. Der hat ja noch nicht mal so, weißt du? Ja. Und der ist sehr, sehr jung, hat in der Jugend alles zerschossen, Ja. aber das Ding ist, er ist in der Jugend halt körperlich halt überlegen gewesen einfach und zwar deutlich. Ja. Und dann, wenn du dann im Profibereich kommst, dann gleicht sich das aus. Und das ist halt dann nochmal ein Riesenunterschied. Und die Verteidiger sind einfach cleverer. So. Die wissen, wie sie sich positionieren müssen. So. Auch ein Innenverteidiger, der nicht so schnell und nicht so stark ist wie du, Ja. komplett aus dem Spiel nehmen. So. Und da tut er sich noch schwer und er ist aber ein cooler Typ so. Und ich glaube, er wird noch einkrachen, aber ja, er hat halt bis jetzt noch nicht die Erwartungen, sage ich mal, erfüllt. So die warten noch auf diese Ja, Tore aber und ich so bitte dich, in also der da, Jugend. aber Aber Haaland. die haben ihn halt aber auch wirklich versucht, so den Hype so, also dass er den Hype halt nicht mitbekommt, aber es geht nicht. Das kannst du heutzutage bei diesem Social Media und so nicht mehr vermeiden. Das geht zu Zu schnell jung, so. zu jung, zu viele Tore. Ja. Ich hab mir auch diese BVB-Dokumentation reingezogen.
Ich habe übrigens dem Ansgar Knauf, habe ich auch mal auf Insta geschrieben, weil ich den voll gefeiert habe mit dieser Doku. Die, zum Beispiel, den könntest du auch mal, den oder die beiden könntest du auch mal anhauen. Das sind, glaube ich, auch so Leute, die könnte man, glaube ich, auch mit Battle Rap nicht Ja. schocken. Ja. Ja, safe. Ich mag den auf jeden Fall. Ich bin mit beiden, spreche ich oft und Ja. sind coole Jungs, ja. Ja, aber auf jeden Fall beide ehrgeizig, beide, auch Mokoko ambitioniert und so. Ja. Und er weiß aber auch, wer vor ihm steht. Ne? Also Ja, Alan ist klar. Also ich glaube schon. auch, weil du gerade gesagt hast, das müssen wir doch vielleicht noch, weil falls hier wieder jemand zuguckt und dann irgendwelche Schlagzeilen klaut, wie es öfter mal der Fall ist. Du hast gerade gesagt, der wird, glaube ich, noch einkrachen. Du meinst damit, dass der noch durchstarten wird und nicht, dass er so einbricht, ne? Ja, auf jeden Fall. Also Okay. er wird noch, ich glaube, er wird noch durchstarten. Ja, Ja. denke ich auch. Das denke ich auch. Wer ist die engste Bezugsperson für dich bei Dortmund? In so kurzer Zeit, schwierig, aber für den Start. Für den Start, ja, Co-Trainer, der ist ziemlich jung, so der ist auch Kroate. So, ich hatte ihn in Salzburg 2 Jahre, so und einer der engeren, aber ich würde sagen, eigentlich Marius Wolf. So, mit dem bin ich, Marius Wolf. ja, mit dem habe ich mich auf Anhieb gut verstanden, so und es haben ja aber auch davor schon Leute aus Wolfsburg gesagt, ey, mit dem wirst du dich super gut verstehen und so. Also mit dem bin ich eigentlich am meisten, mit dem spreche ich viel so und. Aber alle sind cool so, aber ich würde die beiden nennen, ja. Co-Trainer und hier, Co-Trainer hört sich so, so einschleimend an, so Anonym. nein. Ja, Co-Trainer sind Aber der ja. ist so cool, der ist halt, keine Ahnung, 30 Jahre alt oder so und ist Ja. Kroat, so. Ich hatte den in Salzburg, der hat mich immer gepusht, so. Ich bin ihm sehr dankbar für. Aber Marius Wolf von den Spielern, mit dem bin ich eigentlich am engsten. Ja. Ja, ist ja auch krass, dass Rose vorher hast du ihn gehabt, dann hast du ihn jetzt wieder. Die wissen schon, was sie an dir haben. Ne? Die haben dich in Salzburg gehabt, dann. Der ist bestimmt auch ein Faktor gewesen, dass du jetzt bei Dortmund bist dann, ne? Jeden Fall, ja. Der wollte unbedingt noch einen Verteidiger, so und er kannte mich, kannte auch meine Schwächen so und der meinte aber, ey, ich glaube an dich, aber ich fordere das auch von dir, wenn du hierher kommst, ist halt noch was anderes, ne? Dortmund ist halt, hier hast du halt auch Druck und so. Ja. Und ja, aber ja, ich habe den nötigen Respekt vor dem, aber jetzt keine Angst oder keine Scheu Nee, oder so. muss man ja auch nicht. Hier fragt noch jemand, was ist dein größter Traum für deine Karriere? Also was ist so, wo du sagst so, das ist realistisch, bis so leicht angeträumt, wo du denkst, okay, vielleicht könnte ich das mal schaffen, vielleicht könnte ich da mal spielen, vielleicht könnte ich, ja, so und so viele Länderspiele, keine Ahnung. Was ist so dein. Bist du so jemand, der sich so Langzeitziele auch steckt, oder? Nee, gar nicht. Ich bin ein ziemlich spontaner Typ so und was so mein Ziel wäre, ist natürlich halt Champions League so oft wie möglich zu spielen. Ja. Gewinnen wäre krank so, das wäre halt unnormal Ja. so. Mein Kindheitstraum ist halt immer mit Barcelona zu spielen und das Ding ist, die sind ja jetzt so auf einem absteigenden Ast, das ist ja gar nicht mehr so weit weg so. So, das ist gar nicht mehr so unmöglich. Es ist Hätte mir das wirklich. jemand vor 5 Jahren gesagt, dann hätte Ja. ich den Vogel gezeigt so, Ja, aber es gar nicht mehr ist, so weit weg ja, so. ich schwöre ja. Ja, das ist dann natürlich auch ein Faktor, ein Riesenfaktor. Ja. Oder halt mit Kroatien, keine Ahnung, irgendwie erfolgreich zu sein, so auf Ja, irgendeinem oder Turnier, wollte ich WM, gerade irgendwie. sagen, ja, für die WM-Nominierung wäre schon crazy, ne? Ja, wäre brutal so. Also das kurzfristig so WM wäre krass, ja. Ja, aber dafür musst du ja erstmal auch spielen. Wen hast du da, wer sind da die Konkurrenten? Wer ist die Innenverteidigung von Kroatien? Also jetzt von der WM 2018, die ja riesig war in Kroatien, so, also die wurde ja, da wurden ja alle zu WM-Helden, sag ich mal, Ja. das weiter geworden. Da ist noch Vida und Lovren da. Aber ich schwöre ganz ehrlich, Lovren. ich meine, das sind deine Kollegen, ne? Aber wieder, der in der Türkei spielt, ne? Ja, genau, der Ich schwöre, blonde der Lampe. ist. Das ist ich Ich sag mal so, sag ich auf jeden drück, ich drück, sag mal so, ich drück dir die Daumen, vielleicht schaffst du es ja irgendwann mal an dem vorbeizukommen. Ich denke, eventuell könnten die Chancen da nicht. Die sind auch schon ein bisschen älter, ne? Ja, die sind ein bisschen älter und von den Jungen gibt es einen bei Marseille. Das ist mein Kumpel, der jetzt gestern auch gegen Messi und Co. gespielt hat. Ja. Der ist auch Innenverteidiger und einen von Leipzig, der richtig gut ist. So, der Guardiol heißt der. Ach So stimmt, mit. der ist ja auch Kroate. Ja, genau, Aber ja. ist der nicht Linksverteidiger? Der spielt Linksverteidiger, aber der hat jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern hat er auch Innenverteidiger wieder gespielt. Also der ist eigentlich ursprünglich der Innenverteidiger, aber der war Ach irgendwie, keine so. Ahnung. Weil Die den habe ich hatten auch mal da. auf links gesehen, der ist gut, ey. Der ist richtig gut, ja. Der ist richtig gut. Also das sind so meine Konkurrenten und Mitspieler gleichzeitig. Ja, meine Güte. Aber geil. 24, du hast wirklich nur, du hast noch so 6, 7 Jahre höchstes Level vor dir, da kann noch Ja, auf jeden Fall. so viel passieren. Hier Ja. fragt jemand, wer hat den letzten Beini? Bist du so einer, der Beinis verteilt, oder was?
Nee, eigentlich als Innenverteidiger nicht so. Im Training mal ab und zu. Ja. Aber eher selten. Aber ob ich jemanden gegeben habe oder den ich Ihr bekommen fragt, habe. nee, fragt jemand, wem hast du den letzten Beini verpasst? Boah, ich hatte einen Kranken, ne? Boah, der war unnormal. Ich hatte im Training gegen Wolfsburg, Ja. habe ich Arnold einen unmenschlichen gegeben. Das Traurige ist, genau diese Situation wurde irgendwie nicht gefilmt. Normalerweise wird jede Sekunde gefilmt. Hättest du das nicht Ey. gepostet? Hättest du hochgeladen? Ich hätte das auf jeden Fall für mich behalten erstmal so und dann Ja. irgendwie, ich hätte nur darauf gewartet, bis ich irgendwie mit dem mal, keine Ahnung, in irgendeine Streitigkeit komme so. Dann hätte ich das safe gepostet, weil Aber der was? war zu krank. Aber Der so war zu krank. einem, was denn? So einer mit Sohle oder was? Der war ganz, also ja, eine Aktion davor, der ist auch ein bisschen eklig auf dem Platz, ne? Ja, voll. Glaube ich. Und eine Situation davor gibt er mir irgendwie so einen Ellenbogen und ich gucke den so an. Ich denke mir so, boah, also ich rasiere ich gleich so und dann passiert es einfach. Wir haben so irgendwie so eine Ballbesitzform gespielt. Und ich bekomme einen Ball und nehme ihn im ersten Kontakt mit der Innenseite an. Und er kommt von hinten. Ich sehe das so ein bisschen, also so von hinten und von der Seite. Und ich ziehe mit der Sohle nach hinten zurück durch seine Beine, gehe an ihm vorbei und schieße ein Tor. Das war krank. Also alle sind. Wie mit der Sohle durch Also ich sein. bekomme den Ball, angenommen, ich bekomme jetzt den Ball hier von vorne. Ja. Der geht hinter mir, so ein bisschen seitlich aber auch. Jetzt nicht Ja. direkt hinter mir. Und ich nehme den Ball, aber den ersten Kontakt mit der Innenseite an, nach Ja. vorne ein bisschen wieder. Ja. Kommt er von hinten und von der Seite so ein bisschen und ich sehe ihn und ich ziehe ihn so mit der Sohle nach hinten von ihm durch Ah, die und dann Beine. drehst du dich um den rum und läufst einfach Und und der dann drehe läuft. ich mich um ihn rum und dann schieße ich nur ein Tor. Das war krank. Ja. Aber ist dann so bei Wolfsburg im Training, dass die Leute so machen, so. Ja, also die sind, also alle sind unnormal ausgerastet. So, aber Arnold ist halt, ne, der Der ist ist ein in Hitzkopf, Wolfsburg ne? so. Ja, auch, aber der ist in Wolfsburg halt der Status, ne? Und ich wollte Ja. jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, ihn gleich damit provozieren, so. Und Majestätsbeleidigung. da hatten wir jetzt so eine Minute später oder so Trinkpause. Und ich schwöre, der hat mich, glaube ich, 5 Minuten nur beobachtet, ob ich das irgendjemandem erzähle oder wenn es irgendjemand nicht gesehen hat oder ob ich ihn irgendwie auslache oder so. Und dann Was kommt so sind mein. das für geile Stories, Alter? Ey, und dann kommt so ein guter Kumpel von mir, Brooks aus Wolfsburg, kommt Ja. zu mir und hat das mitbekommen. So, und der fängt an zu lachen und ich hau den so, lach nicht, weil ich muss auch. Und dann sind wir beide. Ich konnte mich da nicht mehr halten. So, ich bin gestorben vor Lachen. Ne? Und dann Ey, hat er das klasse. gecheckt. Ja. Aber es war brutal. Habt ihr schon gegen Wolfsburg gespielt oder spielt ihr noch gegen Wolfsburg? Wir spielen noch gegen Wolfsburg, ja. Okay, nice, Alter. Boah, ich hoffe, dass du da auf dem Platz stehst, ey. Ich hoffe auch, ja. Hier fragt die, hier unsere First Lady fragt, war er am Hans-Carossa-Gymnasium? Nein, ich war nicht im Hans Kraus, ich war Hans-Leinberger-Gymnasium, ja. Ach, das ist hier in Landshut oder Ingolstadt oder was? Landshut? Ja, genau. Landshut, 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 ja. Nee, Okay. ich war im Hans-Leinberger-Gymnasium, ja. Hans Carossa war ich nicht. Okay, Weltklasse. Lass mich mal kurz gucken, ob wir noch ein, zwei haben, aber ja, lass mal kurz gucken. Ja, also Van Bommels Entlassung, was soll er davon halten? Natürlich hat er jetzt nicht keine Träne vergossen. Ja, Das ist ja sicher nicht. klar. Ey, mein Lieber, ich will mich vielmals für deine Zeit bedanken. Wir haben hier, was haben wir denn jetzt, Alter? 11:15. Ja, haben wir auf jeden Fall schöne Zeit gelabert, auf jeden Fall. Ich hoffe, hat es dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Auf jeden Fall, ja, riesen Spaß gemacht. Ja. Nice, Bombe, Bombe. Ey, dann würde ich sagen, ich meine, ich schreibe dir eben morgen nochmal auf Insta und bedanke mich nochmal ausführlich. Und vielleicht kriegen wir es ja irgendwie hin, wenn ich da 4 Tage in Düsseldorf bin. Vielleicht sieht man sich mal auf der Kö irgendwie auf dem Käffchen. Ne, keine Ahnung, Safe. was euer Spielplan sagt. Und Ja. ja, Dicker, ich bedanke mich bei dir. Den Leuten hat es übelst gefallen, hatte der super viele Fragen gestellt die ganze Zeit hier. Ich meine, du siehst den Chat ja nicht, ne? Aber Ja. es war halt bis auf ein, zwei Idioten, die man halt immer hat, war es durchgehend geil und positiv. Bombe, Alter. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Offenheit, Ehrlichkeit und für die geilen Einblicke. Ich glaube, so offen und ehrlich hat noch kein aktueller Profi über seinen Alltag geredet. Richtig nice, Alter. Dank dir vielmals. Vielen Dank dir, hat mir auch riesen Spaß gemacht. Danke. Mein Lieber, haust du rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.